Zeugenaufnahme im Rahmen des Themas Kulturelles Leben und erzieherische Tätigkeit im Ghetto Theresienstadt 1941-1945 und im Familienlager der Juden aus Tschechoslowakei in Auschwitz 1943-44. Der Zeuge Herr Gedalia Ben Zvi, der Fragenstellende Ben David Gershon von der Hebräischen Universität. Die Aufnahme findet statt in Ein Hot. Herr Ben Zvi, als erstes möchte ich einige biografische Daten. Wann und wo sind Sie geboren? Ich bin geboren 1925 in Skalica. Das ist eine kleine Stadt auf der Grenze von Mähren und Slowakei. Meine Eltern kamen von Ungarn nach Tschechoslowakei und mein Vater war als Schächter und Kantor bei der Gemeinde von Skalica angestellt. Dort wurde ich geboren und dort verbrachte ich meine Kinderjahre bis zum siebten Lebensjahr und danach bekam mein Vater einen Posten in Bratislava und wir wanderten über nach Bratislava in 1933, glaube ich. Schreiten wir fort und springen wir über eine gewisse Zeit und dann möchte ich Sie fragen, was machten Sie ungefähr oder wie waren Ihre Verhältnisse zur Zeit, wo sich das Regime änderte, das heißt das pro-deutsche Regime an die Regierung kam? Ja, das fing an schon vor 39, aber eigentlich das Judentum oder die Juden in Bratislava fingen an erst von 39 an sich bewusst sein der Änderungen, was waren. Erstens in der Schule, ich besuchte damals das Gymnasium in Bratislava, wurde ich durch ein Gesetz von Numerus Clausus ausgeschlossen und ich suchte mir einen Posten, da damals die Frage war Umschichtung, das heißt alle, auch die freie Beruf gehabt haben, sind zum Umschichtungskurse gezwungen worden, sodass Ärzte in Schusterei gelernt haben und verschiedene andere Handwerke. Ich wurde angenommen auf meine eigene Initiative bei einem ungarischen Tischler, das heißt ungarisch stammenden Tischler in Bratislava und war bei ihm als Lehrling eingestellt. In dieser Zwischenzeit war die Zeit für die Juden in Bratislava war eine mehr oder weniger normal, haben geführt mehr oder weniger ein normales Leben. Es war nur ein großer Unterschied, da die Nürnberg-Gesetze in die Slowakei auch schon fällig waren, ja, so dass es waren Schwierigkeiten in Tempelbesuche, es waren Pogromen in den Judenvierteln, das ist meistens in der Judengasse und der Kapuzinerstraße, wo die jüdische wo die Juden meistens gewohnt haben. Es war schwer ein Kino besuchen oder irgendwelche Plätze, wo die Slowaken, ja, und überhaupt dann waren auch verschiedene Anfälle, dass man hat zum Beispiel die Juden auf den Straßen überfallen, ja, man hat sie geschlagen und dann wieder weggefahren mit einem Auto, man hat das damals ein Patschauto genannt, ja, das war ein offener Sportwagen, da sind immer ein paar Deutsche, ich weiß nicht, ob das SA-Männer waren, mit der linker Garde, das waren die von der slowakischen Seite, gefahren, die haben gesehen, irgendeinen jüdisch aussehen oder einen Juden in den Judenviertel, sind herausgesprungen, haben ihn geprügelt und sind wieder weggefahren. Außerdem waren verschiedene Aktionen meistens in den Feiertagen, da sind sie in den Tempel herein und haben die Betende herausgezogen, um zum Beispiel eine Schule, eine jüdische Schule, die Bänke herauszutragen oder irgendeine
eine jüdische Gebäude zu evakuieren oder so und so weiter. Aber an und für sich, die Zeit war eine Zeit, die ermöglichte den Juden in dieser Zeit weiter das normale Leben zu führen. Mehr oder weniger das Leben zu führen. Die Änderung kam erst in 1942 anfangs, wo es war schon wahrscheinlich der jüdischen Gemeinde und auch den jüdischen Funktionären bewusst, dass eine Evakuierung der Juden nach Osten stattfinden wird, so dass überall davon geredet wurde. Ich war damals ein Mitglied einer zionistischen Organisation, Bnei Akiba, und es wurde uns geraten von den zionistischen Führern und zionistischen Madrichim, dass wir sollen sich melden auf eine Arbeit, die damals die slowakische Regierung als ein Projekt, als ein Staatsprojekt vorgeschlagen hat. Es war zu bauen ein Kanal, der die Donau mit irgendeinem anderen Fluss, ich weiß schon nicht genau, was für einen Fluss, verbinden soll. Und man hat es angefangen bauen, nicht weit von Bratislava, und man suchte Arbeitskräfte in einer Form von bezahlter, von nicht gut bezahlter, aber von bezahlter, nicht gezwungener Arbeit. Das heißt, mein Jahrgang von der zionistischen Organisation, viele Jungs haben sich gemeldet mit dem Erlaubnis von den Eltern, und wir sind herausgefahren in einen Lager, in einen Arbeitslager, der frei war, ohne Bewachung, und wir arbeiteten bei Bau von dem Kanal Schur. So hieß der Kanal, ja, Kanal Schur. Warum sind wir dort? Warum haben wir sich gemeldet, freiwillig auf diese Arbeit? Ja, wir waren meistens Jungen von 16 Jahre, zwischen 15 und 16 Jahre oder 16 und 17 Jahre, weil die zionistische Madrichim und die von der Bewegung haben gesagt, dass wahrscheinlich, dass dieser Projekt so wichtig der Regierung, der slowakischen Nazi-Regierung ist, dass die Leute, die dort arbeiten, eine gewisse eine gewisse Zeit mindestens nicht molestiert werden und nicht verschickt werden. Und vielleicht kann man irgendwie durch diese Zeit etwas finden. Wir arbeiteten dort eine sehr kurze Zeit. Ich glaube, das war in März, ja, das war in Anfang März 1942. Und eines Abends, das war Freitagnacht, wurde das ganze Lager mit einem Kommando, das zusammengestellt war von SA-Leute und der Linker Garde, umringelt. Und alle die jungen Leute, die dort gearbeitet haben, wurden in Kommandowagen verpackt, zurück nach Bratislava geführt, in einer Polizeistation unterbracht. Ich sage, das war Freitag. Samstag verbrachten wir den Tag in der Polizeistation in Bratislava. Und alles ging sehr schnell. Wir hatten keine Möglichkeit überhaupt, sich zu verbinden mit, nicht mit den Eltern und nicht mit den Behörden. Wir hatten auch gar nichts mit uns. Wir waren ausgerüstet meistens auf eine Zeit von einer Woche. Ja, jeder hat sich mit sich mitgenommen, die paar Sachen, was er für eine Woche braucht. Inzwischen auch ein paar Lebensmittel, sollen ihm verbessern, das Essen, was dort, aber man hat dort gekocht, auf den Kommando. Wenn wir waren dort in dieser Polizeistation, da hat sich schon angefangen, die brutale Behandlung der slowakischen Behörden zu den damaligen noch Schutzhäftlingen, die wir damals waren. Und es waren sehr viele Leute verprügelt und sehr geschlagen, sogar wenn ich dann später zurückdenke auf die Zeit, die dann später waren, sogar in den Verhältnissen in Auschwitz war das eine sehr schwere Zeit damals. Ja, einen Moment. Wir sagten SA. Das ist deutsche SA.
Nein, das war die SA, die slowakische, das heißt in der Slowakei, überhaupt in Pressburg, war eine große deutsche Minderheit. Und die deutschangehörigen Slowaken, ja, die waren zu der SA mobilisiert. Das ist eine Sache. Und die zweite Frage, wie viele seid ihr zur Polizei gefahren? Wie viele von euch? Ich schätze das ungefähr auf bis 100 junge Leute, die wir damals dort unterbracht wurden. Ihr seid alle in derselben Nacht aufs Polizei alle in derselben Nacht, das war circa, die sind so angekommen um 1 Uhr bei Nacht, wir sind schon geschlafen alle. Da hat man, ja, ich will noch etwas bedeuten, dass die Leute haben eine Liste gehabt, ja, die, was in die Baracken reingekommen sind, haben Listen gehabt und die haben von den Listen Namen ja. gelesen. Und merkwürdigerweise, nicht alle von diesen Lager hat man genommen, sodass einige dort übrig blieben, wie und was weiß ich noch nicht. Aber später habe ich mich gewusst, dass die auch später nachgekommen sind. Dann. Aber jedenfalls in dieser Nacht ja, bin ich mitgefahren. Ich habe mich versucht, den nächsten Tag verbinden mit einem Rechtsanwalt unserer Familie. Verzeihung, noch eine ja. Frage zu diesem Lager. Dort waren nur Juden in diesem Lager oder waren nur Juden? Nur Juden. Nur Juden. Bitte weiter. Sogar auch die, die Vorarbeiter und die, was dort waren, waren nur Juden. Das war ein ausgesprochen jüdisches Lager. Sogar ein koscheres Essen war dort gekocht. Den nächsten Tag, ich sage, das war Schabbat, habe ich mich versucht mit einem von unserer Familie so, verkehrt. Und meine Familie hat versucht, einen Rechtsanwalt zu schicken, um intervenieren oder vielleicht mich von dort herauszuziehen, von dieser Polizeistation, wo das noch vielleicht möglich war. Ja, die Wache war nicht so stark den nächsten Tag und ja, wie seid ihr in Verbindung? Man hat gewusst wahrscheinlich. Man hat aber das von außen? Von außen, nicht von innen. Von innen haben wir nicht. Wir sind geschlafen auf dem Fußboden in einer Polizeistation in verschiedenen Räumen unter Bewachung und nicht in den Zellen, sondern in, zum Beispiel in einem Saal, in einem Empfangssaal oder sowas ähnliches auf den Parketten. Und jeder wie hat sich können diese Nacht dort überschlafen, das war noch ein Bruchteil von dieser Nacht. Den nächsten Tag, es ging alles sehr schnell. Der Rechtsanwalt kam zwar, aber er konnte mit mir nur ein paar Wörter sprechen. Und er sagte, wir fahren alle nach Sereď. Sereď, das war ein Konzentrationslager, nicht weit von Bratislava, circa 15 bis 20 Kilometer. Und wir wussten, dass das ist irgendein Übergangslager für Transport nach Polen, nach Osten. Ich hatte noch die Hoffnung, und so auch viele andere, dass vielleicht in Sereď können wir sich mit jemandem kontaktieren, oder wir werden dort bleiben, eine Woche oder zwei, und es wird irgendeine Möglichkeit, um sich von dort herauszukaufen oder irgendwo, irgendwie herauszukommen von dort. Die Sache ging sehr schnell. Wenn wir ankamen nach Sereď, wurden wir traktiert anders, wie die Leute, die dort schon waren. Es waren dort Leute auch, die schon Monate dort in Sereď waren. Nochmal eine Unterbrechung bitte. Ja. Das interessiert mich auf der Polizeistation, die brutale Handlung, die Sie erwähnt haben. Wieso kam es eigentlich dazu? Man hat einfach gehauen oder man ja, verhörte? Nein, man verhörte überhaupt nicht. Es waren einfach ganz brutale und einfache Leute, die SA, die einen herausgefangen haben, der ihnen nicht gefallen hat. Oder wann. Man hat ihn über den Kopf geschlagen, man hat ihm auf den Boden geschmissen, hat auf ihm getreten und das hat man gemacht in viele Fälle, ohne dass irgendeine Indikation war oder vielleicht hat jemand etwas verlangt oder etwas gesagt und das war genug zu dem, dass er verprügelt worden. Uns war das ganz neu, weil das war nicht in einem Rahmen, nicht von einem Lager, oder, waren einfach genommen und es war meine erste Begegnung mit der Brutalität überhaupt von den Slowaken. Ja? Die Slowaken waren viel brutaler wie die SA eigentlich und wie ich mich erinnern kann auch später wie die SS in den Lager. Das heißt in den geraden Zugang zu den Häftlingen. Was das war, weiß ich noch bis heutzutage nicht. Dieselbe Sache hat uns erwartet in Sereď. In Sereď, wir kamen an in Sereď und wir wurden isoliert von den Leuten, die schon dort waren, auch Juden, die dort waren, wochenlang vielleicht schon und haben gewartet auf einen Transport nach Polen zu suchen.
Unser Transport, den man hat genommen damals bei Nacht, was ich rede von denen, wurde separiert, in einer separaten Baracke hereingetrieben und hereingeschmissen, unter Fluchen und unter Schläge. Und wir wurden so eingeschüchtert, dass wir wussten nicht überhaupt, was es tut sich mit uns. Es war so eine strenge Disziplin gegen uns, über das wir das nicht verstehen könnten, dass wir sahen, dass dort andere Häftlinge in demselben Lager frei herumgingen und hin und da was tragten. Wir waren überhaupt nicht unter einem strengen Regime. Und dieser Stückchen Transport wurde so hereingetrieben in den Baracken. Immer noch ihr 100, immer noch diese 100. Ja, immer noch diese Gruppe, diese kleine Gruppe. Und wir blieben auch so eine lange Zeit. Samstag waren wir in Sered. Noch denselben Abend wurden wir einzeln vorgeladen, irgendein Tribunal oder irgendein, da sind um einen Tisch gesessen zwei SS-Leute oder SA-Leute und zwei von der Linker Garde, ein Zivilist und einer, der was geschrieben hat. Jetzt ist, wie war das vorgenommen? Man hat einzeln die Namen ausgerufen, man hat uns durch einen Prosdor, durch einen Korridor geführt, die Wache in diesen Verhörungsraum und dort hat man gefragt auf biografische Einzelheiten, wann und wo geboren, die Eltern und dann, was für eine Wertsachen hast du mit dir? Und man hat alles abgenommen, inklusive die kleinste Sache, ob das war ein Taschenmesser oder ein Zigarettenzünder, selbstverständlich Uhren und so weiter, hat man alles müssen abgeben, man hatte selbstverständlich alles aufgeschrieben, aufgenommen und man hat verlangt eine Unterschrift, dass ich verzichte auf alle meine persönliches Eigentum. Nicht nur persönliche Eigentum, sogar das, was ich habe zu Hause, meine persönliche Sachen zum Gunsten der Slowakischen Republik. Viele versuchten nicht unterzuschreiben. Sie wurden in denselben Zimmer sehr stark verprügelt, wurden nochmal untersucht. Es war eine Untersuchung gemacht, die ich mich später erinnern kann, nur auf die Untersuchungen vielleicht in Auschwitz. Man hat gesucht, man hat ausgezogen die Leute, man hat die Kappen umgewendet, man hat aufgeschnitten einen Mantel und so weiter. Es war was ganz anderes wie bei einem normalen, sagen wir, ja, einen Transport, den man hat geschickt, damals von der Slowakei, wo man hat, wo Leute hat man gesagt, sie sollen sich mitnehmen. Wir wurden behandelt so wie Kriminalverbrecher. Gleich von Anfang, ohne jede welche, wie soll ich sagen, oder jede welchen Grund im Verhältnis zu den anderen. Ja? Ich kann mich erinnern, in diesem Fall, da war ein Junge, der war mit mir, und ich kann ihm, er ist auch heute hier in Israel, der ist zurückgekommen nach dieser Verhörung, sehr, sehr stark verprügelt. Er war wahrscheinlich ein paar Mal in Ohnmacht gefallen. Und wenn wir ihm dann später, wenn wir später mit ihm redeten, hat man in seiner Kappe 20 Dollar eingenäht gefunden. Und für den ist er sehr stark verprügelt geworden. Selbstverständlich, man hat ihm das weggenommen. Dann waren auch noch Fälle, dass in dieser selben Zeit, wo man hat zu der Verhörung genommen, da sind die SA-Männer und von der Linken Garde von Zeit zu Zeit in die Baracke hereingekommen. Man hat irgendeinen Menschen herausgenommen und man hat wollen die Linken Garde hat wollen der SA vorweisen, wie sie sich benehmen können. Und da hat man im zum Beispiel, sie haben das genannt Sport, ja, das Hinlegen auf, man hat ihn verprügelt und so weiter, und dann sind sie wieder herausgegangen. Und man hat nicht gewusst, man hat uns die ganze Zeit in irgendeine Spannung gehalten, dass wir haben nicht schlafen können, Essen haben wir überhaupt gar nichts bekommen, es war überhaupt kein Essen dort nicht, gar nichts, weil wir haben auch keine, nur was noch jeder hat in seinen Rucksack gehabt, das hat auch in dieser, bei dieser, Polizei. Nicht bei der Polizei, sondern bei dieser Verhörung hat er das abgegeben. Zum Beispiel in meinem Fall, ich habe gar nichts gehabt mit mir. Und da hat mich gefragt, wie, dass du gar nichts in deinen Rucksack hast, außer dem Gebetbuch und so weiter. Ich war von einer frommen Familie. Habe ich ihm gesagt, ich habe alles aufgegessen. Ich habe nicht, das war schon Ende der Woche, ich habe gar nichts mit mir. Da hat er, der eine von dieser Linken Garde, hat von diesen Konserven, was dort waren, dort angestapelt in der von anderen Leuten abgenommen, hat er sie in meinen Rucksack hereingepackt und mich zurückgeschickt in die Baracke. Wir hofften, dass den nächsten Tag vielleicht was irgendwie, wenn wir Essen bekommen werden. Es war eine große Überraschung für uns, wenn wir den nächsten Tag gleich zu früh
in 5 Reihen angestellt wurden, mit unseren Sachen herausgetrieben von der Baracke. Wir standen da und es dauerte nicht vielleicht eine Stunde und wir wurden zu der Bahnstation geführt, in Waggonen, die schon teilweise voll waren mit anderen Leuten, das heißt in eine paar Waggonen waren schon voll mit Leuten und zugesperrt, das waren noch freie Waggonen. In die paar Waggonen wurden wir noch hereingetrieben. Die Waggonen wurden zugemacht, dann Schloss und 40 zu 40 Leute fanden wir sich den zweiten Tag nachdem, dass wir genommen waren, in einen Transport, der nach Polen wegfuhr. Die ganze, ja. Sie sagten, bei Ihrem Verhör, als man bei Ihnen nichts zu essen gefunden hat, hat ein linker Mann Ihnen eine Konserve gegeben. Ja. Den anderen hat man das aber abgenommen. Ja. Hat man ihnen aber auch etwas gelassen? Ja, ein Teil, einen sehr kleinen Teil. Ein Teil hat man gelassen. Ein Teil hat man gelassen, aber es waren Leute, die viel mit sich gehabt haben, weil, ich weiß nicht, vielleicht haben die auch was gespürt oder man hat, jedenfalls jeder nimmt doch nach seinen Verhältnissen mit. Und es sind Leute, die mehr gehabt haben, so dass, das war nur ein Zufall, ich habe das darum erwähnt, weil das später vielleicht irgendeinen Wert hat in der die Hauptsache, was ich will dabei erzählen, ist das, dass es ging so schnell, dass wir überhaupt keine Zeit hatten, irgendeinen Kontakt mit der Außenwelt sich zu kontaktieren. Die Bahn fuhr weg, so circa, das war Sonntagvormittag und so wie ich sagte, es dauerte nicht 3 Stunden und wir waren auf dem Weg nach Polen. Wir wussten das nicht, keiner wusste nicht, wo wir fahren und in dem Waggon selbstverständlich haben sich angefangen, Diskussionen zu führen. Der Waggon war zugesperrt, es war keine Wache, nichts drinnen, wir waren zu 40 Menschen in einem Waggon untergebracht, in einem Viehwaggon. Die Fahrt, wie lange sie dauerte, weiß ich, kann ich mich noch nicht erinnern, ich glaube 3 Tage. Anfangs verging sie durch Debatten und die Leute fragten sich, was und wie, wo wir fahren. Und viele Leute hatten gesagt, dass wir fahren wahrscheinlich in einen anderen Konzentrationslager in der Slowakei und wir werden sich noch können kontaktieren mit unseren Familien. Aber Leute, die ein bisschen älter waren, und es waren auch ein bisschen ältere Leute zwischen uns dort, zwischen den Jungen, ältere, sagen wir 20-Jährige, die sagten, wir fahren nach Polen. Und von Zeit zu Zeit haben wir durch den Gitterfenster geschaut und nach den Stationen, die wir sahen, sahen wir, dass wir fahren zu der polnischen Grenze. Das erste Mal hat man die Waggonen aufgemacht, das war den zweiten Tag nach der Fahrt. Die Bedingungen in den Wagen waren schrecklich. Es war ein Eimer, wo man hat können ausgehen und es war keine Möglichkeit, nicht die Türe aufzumachen, sodass man hat sogar nicht ausleeren können, den Eimer. Und daneben ist gestanden eine Tonne Wasser, ja, die zu klein war für die 40 Leute und gleich von Anfang, sodass schon von Anfang war ein sehr großer Mangel an Wasser. Und selbstverständlich war ein schrecklicher Geruch in den Waggonen, sodass wir froh waren, wenn der Zug den ersten Halt machte und da wurden wir wieder mit Geschrei herausgetrieben und draußen war Schnee, es war kalt und wir sahen die Gebirge, das war auf der Grenze, slowakisch-polnischen Grenze und das erste Mal hörten wir das Wort Kapo, in was für einen Zusammenhang, wie ich das erzähle, wir wussten nicht, was das ein Kapo ist, jedenfalls damals hat sich die Führung, die linke Garde hat übergegeben, den SS-Leuten, die dort an der Grenze waren, den Transport. Und die deutsch sprechende SS sind gleich angegangen, 5 Reihen anzustellen und jetzt haben sie sich gesucht, irgendeinen gut aussehenden Kerl zwischen den Leuten, die zu dem Waggon angehörten und da sagten ihm, du wirst sein der Kapo und haben auch gleich erklärt, was das ist, der Kapo. Du bist verantwortlich für die alle Menschen, wenn irgendjemand entläuft oder irgendetwas macht, dann bist du verantwortlich und wirst du aufgehängt. Und wenn jemand etwas braucht, dann wendet er sich nur an dir, ja, auf den Kapo, so hat man ihm erklärt. Und das war nur ein Zufall, dass man hat ihn als Kapo genannt, weil man hat keinen nicht gefragt, ob er will sein oder nicht will sein. Und meistens die Leute haben das angenommen als irgendein
Posten, den man hat ihm aufgezwungen. Und wir bekamen Wasser wieder, und wir könnten draußen auch noch trinken. Es war sehr stark bewacht, der Transport. Und wir fuhren weiter schon durch das polnische Gebiet. Den zweiten Tag unserer Reise, und ich weiß nicht auch, warum das so lange gedauert hat, die Reise, weil wir in vielen Plätzen gestanden sind, ohne den, dass wir weiterfahren sollten, da fing an der Mangel an Essen. Weil, so wie ich habe schon früher gesagt, manchen Leuten, die auch mit sich Essen hatten, hat man das abgenommen. Manche haben doch etwas versteckt in den Matratzen, in den Baracken, und das hat sich später ausgewiesen. Aber man hat, die Leute waren sehr nicht kommunal, wie sage ich, geneigt, so dass jeder hat sich in den Winkel versteckt und in der Dunkelheit sein Essen gegessen, ohne den, dass er sich fragt, ob der Nachbar auch hungrig ist. Und ich muss da bedeuten, dass es war den zweiten Tag oder den dritten Tag, da die Leute von Freiheit überhaupt ins Gefängnis gekommen sind. Bis der Kapo unseres Waggons irgendeine Kommune schaffte, dadurch, dass er sagte, jeder soll, was er an Essen hat, bringen in der Mitte von diesem Waggon. Und wir werden sich das verteilen, weil wir nicht wissen, wie lange wir noch fahren und wie wir die Reise durchmachen. Ich kann sagen, dass vielleicht die meisten die Leute alles hingegeben haben. Es waren auch Leute, selbstverständlich, die sich behalten haben, um das dann wieder im Versteck zu essen. Jedenfalls der Mensch, der Mann, der unser Kapo war in diesem Wagen, hat sich als ein sehr netter und ein anständiger Kerl erwiesen, dadurch, dass er hat gesorgt meistens nur für die andere und nicht für sich. Den dritten Tag oder den vierten Tag unserer Reise, die sehr mit verschiedenen Inzidenten durchgebrochen war, dadurch, dass waren Leute, die wollten herausspringen von dem Waggon, wollten die Gitter von diesem Waggon ausbrechen, und da waren Leute, die man, dass, sich gegen den gewehrt haben, hat man gesagt, dass man wird die Leute erschießen, und man hat ihn von den Fenstern heruntergezogen, und es waren Schlägereien in dem Waggon wegen dieser Sachen, und das hat angezogen die SS-Leute von draußen, die dann mit den Gewehrkolben geklopft haben, auf denen haben geschrien, Ruhe soll sein drinnen und so weiter, so dass alle diese kleinen Sachen haben sich schon abgespielt in der Reise nach Polen. Wir kamen an in eine Station und wir sahen durch ein Fenster, das ist eine sehr große Station, und wir sahen dort auf dem Schild Lublin. Leute, die wussten, wo Lublin ist, das ist Zentralpolen, sagten, dass Lublin, das ist in Zentralpolen, und dass in nahe von Lublin ein Konzentrationslager aufgebaut wird. Wir kamen an, wie ich sagte, und wir standen ein paar Stunden auf dieser Station. Auf einmal öffneten sich die Waggonen und wir wurden wieder mit Geschrei herausgetrieben und auf einen Bahnsteig, wo auch andere Züge waren. Das heißt, wir waren wahrscheinlich zwischen Frachtzüge in irgendeinen Bahnsteig, wieder aufgestellt, in Fünferreihen aufgestellt, und was uns so anfangs überraschte, dass uns übernahmen Polizisten oder Soldaten, die mehr oder weniger wie die tschechische Soldaten ausschauten, mit derselben Khaki-Uniform, und wir wussten sich dann später, dass das litwische Soldaten waren. Litwische Soldaten, die selbstverständlich kollaborierten mit den Deutschen. Wir fanden nicht eine gemeinsame Sprache mit den Deutschen, mit den SS-Leuten, hat man noch können irgendein Wort mit ihnen reden und Wasser verlangen oder sagen, wohin wir fahren und so weiter, auch wenn wir keine Antwort bekommen. Mit denen können wir keine Sprache nicht finden, weil die nicht Polnisch sprachen, nicht Deutsch, nur Litwisch, und die litwische Sprache eine ganz fremde Sprache war. Die einzige Sprache, dass die verstanden, das waren paar Worte raus und ich weiß diese paar Fluchwörter, und die haben uns gleich von Anfang mit den Gewehrkolben gleich geschlagen, und wer nicht in der Reihe stand gleich wie er war, wurde er verprügelt, und es waren auch Fälle, wo man hat
eine Hand gebrochen, einen Fuß gebrochen, man hat einen Kopf zerbrochen, gleich dort auf dieser Station. Wenn wir wurden angereiht, dann gingen wir durch eine Vorstadt, wenn ich mich gut erinnern kann, von Lublin, ja, es war eine Vorstadt, und wir fingen an marschieren, so bis wir rauskamen von der Stadt und gingen durch eine Straße. Und wie wir sich mehr von der Station entfernten, so brutaler wurden unsere Wächter, ja, diese litwischen Wächter. Die SS-Leute, was mit uns gekommen sind, sind wieder mit den Waggonen abgefahren. Nur irgendein SS-Mann mit einem Auto ist immer vorübergefahren auf diese Kolonne. Ja, was ich habe noch vergessen zu sagen, bei den ersten Halt, wenn wir herausgingen von den Waggonen, da sahen wir nur, dass wir nicht allein waren. In diesen waren circa 40 Waggonen, ja, zu 40 Leute, und wenn nicht mehr. Und dadurch, und wir sahen andere Leute von Pressburg, Erwachsene und Alte und Jüngere und sogar Kinder, sahen wir zwischen ihnen. Und ich habe dort auch meinen Schwager erkannt, der in dieser Zeit zu Hause war. Das heißt, wenn ich wäre in dieser selben Zeit zu Hause, Freitag zu Nacht, wurde ich auch in diesen Transport geschickt. Trotzdem, dass mein Vater nicht in den Transport war. Das wusste mich erst später. Wenn wir so, ich will wieder zurückgehen zu diesem Marsch, ja, nach Majdanek, das ist bei Lublin, und wir gingen so circa 6 Kilometer, ungefähr 6 Kilometer von der Bahnstation. Die Reihen waren immer durch den Wutanfällen von diesen litwischen Soldaten auseinandergeworfen. Die haben nicht nur geschlagen, sondern die haben Sachen, die noch geblieben sind, auf dem Weg abgenommen von den Leuten mit Gewalt, wenn man hat sie nicht gegeben. Und wer noch etwas mit sich mitgehabt hat, was er hat durch Seret herausgenommen. Ich will noch was dabei sagen, dass wir ein großer Transport waren dadurch, und die Leute, die von Bratislava kamen, die wurden wahrscheinlich, die gingen nicht durch Seret durch und wurden gleich nach die Bahnstation geführt, so dass die einen sehr großen Gepäck mit hatten. Die hatten mit Koffers und Rucksäcke und Handsäcke, das heißt, was ein Gepäck, was sie mitschleppen könnten. Aber wir zum Beispiel, diese Jugendgruppe, ja, schon gar nichts hatten. Erstes Mal hat man uns das abgenommen in Seret. Zweites Mal haben wir die meisten Sachen aufgegessen auf dem Weg. Dritte hat man noch auf dem Weg auch gestohlen und so weiter, so dass wir waren wahrscheinlich die leichteste zwischen die alle, was ging. Der Transport ist angekommen, das war im Winter, wie ich schon sagte, aber damals in Lublin war kein Schnee nicht, aber es war ein Regenwetter und ein Matsch, ja, und wir kamen folgend ein großes Tor, es war ein ganz ein großes Holztor, vor dem stand ein Turm, und ringsherum circa auf, sagen wir, 1 Kilometer auf 100 Meter, ja, um eine Umgrenzung mit einem Stacheldraht und mit Lampen. Wir sahen, das ist ein Lager, weil dort auch Türme waren für Wachtürme waren. Aber in den Lager an und für sich waren nur ein paar Baracken, die komplett waren mit Dach, und andere Baracken waren im Bau. In der Ferne, ja, wenn wir, ich weiß nicht, ob es war Osten oder Norden, das ist schon nicht wichtig, sahen wir sehr viele Baracken, die noch nicht aufgestellt waren, aber die schon vorbereitet waren für ein großes Lager. Keiner sagte uns nicht, wo wir kommen und wo man führt uns, bis wir ankamen zu dem Tor. Wir wurden gezählt und in den Lager hereingetrieben, wieder aufgestellt in Fünferreihen, und so standen wir dort, wir kamen an so Nachmittag, gestanden, bis spät nachts standen wir draußen, ohne den, dass man uns irgendwelche Befehle oder Erläuterungen geben, und wir standen dort, ich kann mich erinnern, es war ein Regen auch, man ließ uns nicht herein in den Baracken, so standen wir dort mit den Sachen und mit den allen standen wir. Nachts, das heißt, das war schon dunkel, ja, wurden wir vor einer großen Baracke und hingestellt, und die war
Ein Teil war gebaut von roten Ziegeln und ein Teil war eine Holzbaracke. Und da standen wir in einer Reihe und man sagte uns, wir gehen in Bad und wir bekommen andere Kleider. Aber inzwischen noch, vor denen ich will das noch erzählen, sind wir in eine der fertigen Baracken in Gruppen hereingeführt worden. Die Sachen, die wir mit hatten, mit uns, mussten wir lassen auf dem Platz, wo wir gestanden sind. Und ohne den Sachen wurden wir in die Baracke hereingeführt. Und dort saßen Häftlinge, das weiß ich jetzt, dass es Häftlinge sind, in Zivilkleider, ja, nur mit einem roten Streifen bemalen. Die saßen hinter Schreibmaschinen und sie nahmen immer jede eine Gruppe auf und wieder dasselbe, Registrierung und jedem wurde eine Nummer gegeben, ihm zwar nicht tätowiert, sondern eine Nummer und die musste er sich merken, die wurde ihm dann in eine Blechkette an die Hand und man hat jeden angesagt, das musst du dir sehr halten, sonst wirst du kein Essen nicht bekommen und gar nichts. Die Häftlinge haben uns kurz erzählt, ja, das ist ein Konzentrationslager und wir sind die Papiere, die man hat uns ausgefüllt, waren Papiere wie für Kriegsgefangene. Ja? Was waren das für Häftlinge? Ja, wir wussten sich später, das waren tschechische politische Häftlinge, es waren deutsche politische Häftlinge und russische politische Häftlinge. Nachdem wir füllten aus die Papiere, die Personalien, ich schaute auf diesen Blank, wo man das ausgeführt hat. Es hat gedauert circa eine Stunde, bis jemand an die Reihe gekommen ist. Und dann habe ich gesehen, dass es steht dort aufgeschrieben, Lublin, Polen, KGL, das heißt ein Kriegsgefangenenlager. Und so waren wir auch aufgenommen in Lublin. Wie ich sagte schon früher, nachdem wie wir von der Baracke herausgingen, da wir schon gar nichts hatten, nicht keinen Rucksack und nicht gar nichts, nur das, was wir auf unserem Leib hatten, wurden wir in eine große, große Reihe gestellt und warteten auf die sogenannte Entwesung oder Sauna, wo man soll uns unsere Kleider desinfizieren und wir sollen reine neue Kleider bekommen. In dieser Zeit bekamen wir auch nicht Essen, nur die russische Häftlinge, auch die polnische Häftlinge, die sind nur überall durchgegangen durch die Reihen und haben gesagt, wenn ihr etwas Wertsachen noch hat, gibt sie ab, sowieso wird man euch alles wegnehmen und wir würden euch das zurückgeben, wenn ihr kommt. Viele Leute haben noch gegeben, haben viele Leute noch gehabt, verschiedene Sachen und überhaupt die, was vom Pressburg sind gekommen und teilweise haben auch Leute zurückbekommen. Selbstverständlich, wir hatten gar nichts, also wir gaben gar nichts ab und kam die Reihe, dass wir kamen in diese Sauna, die sogenannte Sauna. In der Sauna, das erste, was wir sahen oder nicht sahen, war eine große Rauchwolke, eine Dampfwolke. Und da fing sich an, so ein mehr oder weniger surrealistisches Theater. Wir wurden hereingetrieben, man hat den Mantel abgenommen. Ich habe damals noch Lederhandschuhe gehabt, das wurden mir von der Hand heruntergenommen. Ich wurde ausgezogen, ohne denn, dass ich die Leute sehe. Man sah nur irgend in diesen Dunst von dieser, was von den Wannen herausging, Wannen, ja, das ist nur ein Begriff, herausging, sahen wir Leute, die aussahen so wie von einer anderen Welt, die waren kahlköpfig, die waren in solche schäbige Uniformen waren angezogen und die sprachen meistens Russisch, später weiß ich, das waren russische Kriegsgefangene, die noch übrig geblieben sind in diesem Lager. Ja. Und es hat nicht gedauert 5 Minuten, da standen wir nackt, ohne all das, was wir hatten schon, hatten wir gar nicht, standen wir nackt in der Kälte draußen. Draußen fing an zu schneien, standen wir nackt in einem Prosdor zwischen dieser Holzbaracke und zwischen den sogenannten Bad. Und das war ohne Fußboden, das war so eine, auch so eine große, große Halle. Und da gingen wir zu einem Friseur und da wurden wir mit einer Maschine sehr brutal geschoren und die Haare, die auf dem ganzen Körper waren, waren abgenommen und nicht abrasiert, sondern abgezupft und hereingetrieben in dieser große Salle, in dieser Bad. Das heißt abgezupft? Die Maschinen waren stumpf und die Leute waren brutal, das heißt diese Häftlinge, diese russische Kriegsgefangene waren brutal. Der Andrang war groß, waren sehr viele Leute und das musste schnell gehen, weil das war unter Geschrei von den SS-Leuten, die wir kaum sahen in diesem großen Damm. Und da wurden wir reingetrieben in diesen
Baderaum, der bestand von Holz, solche Holztonnen, Holztonnen, die mit irgendeinem grünen so einem Wasser, mit einem grünen warmen Wasser ausgefüllt waren, ein sehr schmutziges Wasser. Da wurden wir hereingesteckt in diesen Wasser, mit dem Kopf heruntergedrückt und herausgetrieben von denen. Das war das ganze Waschen. Und jetzt, das ging alles so, wie das war vorbereitet, es waren solche Prostore. Und durch einen Prostor, da wurden wir getrieben in einen anderen Prostor und dort standen schon Leute bei einem Pult, Korridor, ja, Korridor. Und dort waren, dort standen schon Leute mit einem Pult und jeden in die Hand gedrückt irgendein Paket und heraus auf den Hof. So dass auch wenn wir schon irgendwie rein sein sollten, ja, dann gingen wir wieder in diesen Sumpf, in diesen Matsch heraus. Und dort sollten wir sich anziehen. Es war überhaupt auch kein Platz nicht. Es standen viele Leute, alle nackt. Jeder haltete in der Hand ein paar Holzschuhe. Ja, das war eine Holzsohle und da war ringsherum ein Papierleder oder sowas Ähnliches zugeklopft. Das waren die Schuhe. Es war ein paar Unterhosen und ein Unterhemd, eine Jacke, eine dünne Jacke und ein paar Hosen, verschiedene. Wir sahen aus große oder kleine, jedenfalls wir zitterten vor Kälte, so dass jeder suchte sich wie schneller anzuziehen. Und wenn wir schon waren, wer schon angezogen war, wurde gleich weitergetrieben und wurde wieder in die Reihe gestellt vor diese Baracken. Das war so ein großer Hof, der ein bisschen so wie in einer schiefer Ebene gebaut war. Und dort standen wir wieder in der Reihe, bis die alle Leute wieder was fertig waren. Das Warten war überall. Und das dauerte bis spät in der Nacht. Ich kann nicht abschätzen die Zeit, jedenfalls es war schon sehr spät, wenn wir dann vor einen SS-Mann wieder gezählt wurden und in die Baracke, in den Baracken hereingetrieben. Dann kamen wir in die Baracke herein, wo gar nichts war, nur Pritschen. Wir waren froh, dass wir sich hinlegen könnten und die erste Nacht in Majdanek verbrachten. Den nächsten Tag bei den Sonnenaufgang, dann wurden wir wieder durch einen Gong herausgetrieben und wieder auf diesen, später wussten wir, dass das der Appellplatz ist. Und da bekamen wir den ersten Unterricht und die erste Rede von dem Lagerkommandanten, der ein SS-Mann war und ein hoher SS-Mann, ich kann mich erinnern, er hieß Müller und uns eine Rede haltete, wo wir sind, was wir machen sollen, was unsere Pflicht ist und dass wenn wir einen SS-Mann sehen, dann müssen wir in Haftar und die Mütze abnehmen, ja, springen in den Haftar, springen die Mütze abnehmen und wenn nicht, dann wird jeder verprügelt und da brachte er solche lange Hundebeitschen vor und sagte, wenn wir vielleicht nicht wissen, von was das ist gemacht, dann hat er gebracht auch die Gebetstfilin, ja, und da zeigte uns, dass das von denen Gebetstfilin geflochten wurde. Und damit wir das auch wissen, dass er das ganz ernst meint, die Leute, was vor ihm gestanden waren, wurden ohne jede Warnung oder jede über den Gesicht geschlagen mit diesen Peitschen und über den Kopf. Und wenn die wollten sich dann drücken oder weglaufen, ja, dann wurden sie wieder von den SS-Leuten, die auf die Seiten standen, wieder zurück in die Reihe getrieben. Nach dieser Rede, ja, ich will sie nicht so entlangen, die sehr vornehm war und die alles, was die Häftlinge Pflichten, selbstverständlich, ja. Aber der Gegensatz von Pflichten, das heißt, was ihnen zukommt und was sie sollen machen und da sagte uns, jeder wird sein Essen bekommen und jeder wird seine Kleidung bekommen und muss sich reinhalten und jeder soll sich waschen. Und zwar dort überhaupt keine Verhältnisse, damals in Majdanek waren überhaupt keine sanitären Verhältnisse, nicht zum Waschen, nicht zum Anziehen, nicht zum gar nichts. Das, wie ich sagte, das war der erste Tag und den ganzen Vormittag verbrachten wir damit, dass Häftlinge von diesem Lager, die alten Häftlinge, uns übten in Mützen ab und Mützen auf, das war irgendein das heißt, so ein Sport, das bei jedem, vor jedem Appell, vor jeder Zählung, ja, da standen die Häftlinge in einer Reihe und da kommt der Befehl, Mützen ab, ja, und das müsste dann klappen, so wie
Auf einmal müssten die alle die Mützen abnehmen. Wenn das nicht geklappt hat, hat man das gemacht. Stundenlang. Wenn da einer war, der diesen Klopf nicht so schnell gemacht hat, das ging stundenlang so und die Leute sind gestanden draußen in Regen und in Schnee und das ging Mützen ab und Mützen auf, manchmal auch 5 Stunden und manchmal auch 6 Stunden. Das waren die ersten Tage, wo wir sind nicht auf die Arbeit raus. Das Essen damals bestand aus meistens aus einer sehr dünnen Kartoffelsuppe, aus einer Portion von zerbröckeltem Brot, der mit Hobelspänen gebacken war. Und es waren auch zwischen den Stücke Holz, ja, wir fanden drinnen Stücke Holz. Das Brot war keinmal nicht in ganz, so dass wir das in den Mützen, dieses Brot bekamen. Und es waren zwischen den Häftlingen, die von Bratislava, ich sagte, kommen und die den Häftlingen übergaben, irgendetwas, waren noch ein paar Leute, die irgendwas hatten und so, dass wir sich trafen mit denen. Ich fand meinen Schwager in diesem selben Lager und so, dass immer hat man sich noch irgendwas zum Essen gefunden. Den dritten oder den vierten Tag in Majdanek wurden wir schon in Arbeitskommandos formiert. Was heißt Arbeitskommandos? Es sind gekommen Kapos von den Häftlingen von Majdanek, von diesem Lager, haben sich Gruppen von Leuten gewählt auf verschiedene Arbeiten. Meistens die Arbeiten bestanden, es war ein Kartoffelkommando zum Beispiel, wo man hat die Kartoffelernte abgenommen. Es war ein Schießstätte-Kommando, wo man hat Schießstätte gebaut für das deutsche Militär, das heißt mit Wachin, ja, Schießstätte heißt das. Schießschächte, ja. No, Schießstätte, Schießstätte, Schießschächte. Ja, das heißt für Übungen, für Militärübungen. Und dann waren vornehmere Kommandos, die man hat das Flugplatzkommando genannt, da sind die Leute auf dem Flugplatz von Lublin arbeiten gegangen und haben dort den Schnee geputzt und so weiter. Es war ein Kommando, das man hat genannt Tiefbaukommando und dieses Tiefbaukommando, auf den will ich mich dann sehen, das war das angesehenste Kommando dadurch, dass man ist sehr früh von Lager herausgegangen, man hat mittags durch die deutsche Firma, die die Arbeit ausgeführt hat, eine Suppe auf den Platz bekommen und die Suppe in Lager wieder abends bekommen. Das war ein großer Plus, weil das war zweimal Suppe in denselben Tag. Und außerdem war die Arbeit sehr schwer. Das war eine Arbeit wie eine Kabelleitung von Lublin nach Zamość. Ja? Die wurde durchgeführt, das was man heute zum Beispiel mit Baggers macht, ja, wurde durch. Jeder hat eine Kette bekommen mit einem Spaten und hatte müssen 1 Meter tief oder ich glaube 1,20 Meter tief und einen halben Meter breiten Kanal graben. Wenn er hat seine Kette beendet, dann ging er wieder an die Anfangs und da dieser Bauingenieur, ja, oder dieser Bauleiter, was dort war, das war ein Zivilangestellter, der so einen roten Band hatte und der Deutsch sprach, der ging wieder einen Abteil, meistens war das so circa 3 Meter lang und so ist man immer vorausgegangen. Wir wurden bewacht durch ukrainische Wächter, SS, durch ukrainische Wächter, die solche schwarze Uniformen hatten und die teilweise sehr gut waren und teilweise sehr brutal und unglaublich brutal waren. Sie schlugen ohne jede Indikation, ohne jeden Grund auf den Kopf, auf die Hände, überall mit den sie sauften meistens, so dass sie waren meistens besoffen. Und da lag es ihnen nicht daran, ob sie haben einen totgeschlagen oder ob sie einen haben nur einen halbtot geschlagen, sodass das Kommando auch gefährlich war, aber sehr viele Leute meldeten sich zu diesem Kommando, so wie ich habe schon früher gesagt, wegen dieser Suppe, ja, was dort bekam. Und noch was, wenn jemand zum Beispiel sehr fleißig war, da dieser Vorarbeiter, dieser Deutsche, was dort war, der Zivilarbeiter, das wussten wir noch nicht von Anfang, da ging er immer durch die Reihe und da sah jemand, arbeitete sehr fleißig, da machte er immer ein Kreuz auf den Stirn mit seiner fette Kreide, ja, und wenn er kam dann zu diesem Kessel, wo man die Suppe ausgeteilt, ja, dann hat er noch eine Portion bekommen. Das war dieses Kommando. Das erste Kommando war, zwischen denen war die Schießstätte, was man hat genannt. Das war ein sehr brutales Kommando, wo man tagtäglich die Leute tot geprügelt hat bei der Arbeit und die Arbeit an und für sich war so schwer, dass sehr wenig Leute sie leisten konnten. Es waren solche Tragbaren von Holz, von schwerem Holz und die hat man vollgefüllt mit Erde und dann hat man sie müssen mit Laufschritt
führen von einem Platz in den anderen. Und alles, was man hat dort auf dieser Skistätte gemacht, hat man müssen in Laufschritt machen. Es war kein Grund, nicht zu den Selbstverständnissen wie heutzutage. Und die Arbeit war, der Quantum der Arbeit war sehr klein, aber die Tote, die von diesem Kommando jeden Tag zurückkamen, waren sehr viel. Das Leben in Majdanek war sehr, sehr schwer von jedem Standpunkt. Erstens von dem Essen, das war viel weniger, wie später zum Beispiel dann in Auschwitz wir kamen. Es war sehr schlecht und Leute bekamen Dysenterie gleich von Anfang. Die Wache, die ukrainische, so auch wie die litwische Wache, war sehr brutal. Nicht so wie wir auch später dann die Häftlinge schon wussten, sogar die SS in Auschwitz, ja, oder in Birkenau. Später, in 43, 44. Und Leute starben auf Krankheiten, die wurden erschlagen tagtäglich. Und merkwürdigerweise die litwischen Soldaten, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die zu denen geübt waren, sie rufen immer, rufen sie jemanden zum Zaun hin, und wenn er dann näher kam, dann haben sie ihm totgeschossen. So dass später keiner hat sich schon zum Zaun nicht gewagt, trotzdem, dass der Zaun nur ca. 5 oder 6 Meter von der Baracke entfernt war. Mit den litwischen Wächtern hatten wir sehr wenig zusammen, weil die nur außen, den Außenlager, so dass wir meistens waren mit der SS. Ich war circa... Mit der deutschen SS und mit der ukrainischen? Mit der deutschen SS. Die ukrainische SS war nur bei diesem Kommando, bei Außenkommandos, bei Bewachen. Selbstverständlich der Majdanek, es sind noch viele Sachen, die über Majdanek zu sagen sind. Ich will nur kommen zu einem sehr interessanten Punkt. Das Lager an und für sich ist gebaut geworden auf einen Platz, das der Familie Radziwill angehörte. Familie Radziwill, das war eine Adelfamilie, eine polnische Adelfamilie, und der, ich weiß nicht, ob das ein Lord, Książę heißt in Polnisch, ob das ein Lord oder, das war irgendein Adeltitel, Książę, Baron, ja, Baron Radziwill, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass die Familie von Kennedy, ja, diese Radziwill-Familie, ja, das sind von dieser selben Familie, die verheiratet sind jetzt mit Kennedy. So, dieser Radziwill war in diesem Lager unterbracht, auch als ein Häftling, als ein polnischer Häftling, und er war über die Kleidungskammer, ein Kapo über die Kleidungskammer, sodass zum Beispiel, wenn wir Schuhe bekommen wollten oder wenn wir irgendwas austauschen wollten, was das sehr schwer war, auf dem Platz, dann mussten wir zu diesem Baron Radziwill ankommen, der sehr brutal auch von der SS traktiert wurde und der als du Radziwill, du Hund Radziwill angesprochen wurde. Ja? Er war so eine Mixtur von einem brutalen polnischen Bauer und einen feinen und einen, wie soll ich sagen, kultivierten Adeligen. Wenn er war in seinen Posten, ja, wenn er war in seinen Posten, hat er sich immer sehr brutal zu den Häftlingen benommen, aber nur in Gegenwart der deutschen Wächter und der deutschen SS. Und da wir als Kinder dort traktiert wurden, waren auch, war er sehr nett dadurch, dass er hat, zum Beispiel wenn jemand ist gekommen, um Schuhe zu verlangen, es war ein großes Problem, Schuhe, weil die Schuhe immer stecken blieben in diesen Matsch dort, so dass wir ohne Schuhe, da war der Mensch verloren. Die Schuhe, das war ein großes Problem. Wenn man ist zu ihm gekommen, wenn er hat einen SS gesehen, dann hat er angefangen zu schreien und zu fluchen, und er hat herausgeschmissen, den Häftling, was die Schuhe verlangen gekommen ist, ja verständlich, bestimmte Zeiten, herausgeschmissen, und er hat ihm sogenannt auf den Kopf die Schuhe geschmissen. Also ausgeschaut hat es so, dass er ihm herausgeschmissen hat, aber trotzdem hat er die Schuhe doch gegeben, ja, dass er ihm sie nachgeschmissen hat. Ich will dadurch nur sagen, dass er helfen wollte, ja, aber er in diesem Stadium, wie er war, ja, auch auf seine Haut achten musste, ja, oder achten wollte. Jedenfalls. Was später mit ihm wurde, weiß ich nicht. Jedenfalls die letzte Begegnung mit diesem Baron Radziwill war, wenn eines Tages standen wir bei diesem sogenannten Appell,
Und da kam wieder der, wenn immer etwas hat sich getan, da kamen ein paar SS-Führer und ich weiß nicht, wir wussten damals noch nicht diese, den Rang wussten wir damals nicht, er wurde uns zwar beigebracht, aber das war für uns damals noch sehr kompliziert, ob das war ein Obersturmbannführer, Sturmbannführer oder Obersturmführer, wir wissen nicht, jedenfalls kamen immer viele Leute. Und damals, diesen selben Tag, da sahen wir wieder bei den Appell verschiedene große, hohe Offiziere. Wir wussten, da tut sich etwas. Und da wurde nach dem Appell vorgelesen ein Befehl, dass in Deutschland wurde eine große Dextrin-Fabrik aufgebaut. Eine was? Dextrin-Fabrik. Dextrin, das ist ein Klebzeug. Ja, das, und auch, das benutzt man für verschiedene Chemikalien. Zumindest mal für verschiedene chemische Produkte aufgebaut und man braucht haben für diese Fabrik Fachleute. Und da wurde eine Liste von Fachleuten vorgelesen und in dieser Liste waren 26 Ärzte und Chemiker und Leute von verschiedenen Berufen, die überhaupt nicht, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, es war Käse, Leute, die Käse machen können. Ja? Es ist ein Wort für den in der slowakischen Sprache, ich weiß nicht, was in der deutschen Sprache ist, die spezialisiert sind in Käse machen. Und dann Leute, die spezialisiert sind in Soda machen. Und für uns war das sehr, sehr glaubenswert, dass man solche Spezialisten sucht für irgendeine Dextrin-Fabrik. Und am Ende der Liste stand, dass man braucht auch 200 Lehrlinge. Und selbstverständlich, jeder, wer wollte, meldete sich zu diesem Transport, weil er hoffte dadurch, seine Lage zu verbessern. Damals glaubten wir nicht, dass es irgendwo noch schlechter sein kann als in Majdanek. Und der beste Beweis dadurch ist, dass die Leute sehr körperlich heruntergekommen sind, haben sehr viel auch Gewicht verloren. Die Reserven schwanden langsam, das Essen war nicht zureichlich und die Arbeit war sehr schwer. So dass sie glaubten durch diesen Transport, dass sie irgendeine bessere Position sich hereinfinden können. Und da fing sich an, gleich den nächsten Tag, die Leute, die sich gemeldet haben, da wurden noch Leute auch, es meldeten sich immer mehr, wie man brauchte, und da waren immer von diesen, man hat sich angestellt in Reihen und dann hat man wieder geschlagen und weggegangen, bis man hat kristallisiert, diese Leute, die endlich in diesen Transport, in den gewünschten Transport in die Dextrin-Fabrik hereinkamen, aufgenommen wurden, die wurden wieder registriert in diesen selben Baracken, von denselben Leuten, wie dieselben Schreibmaschinen. Und wie ich damals schon sagte, wir bekamen irgendeine Kleidung bei der Entwesung. Da wurde uns die Kleidung wieder abgenommen in dieses. Und wir bekamen sehr schäbige und alte Zivilkleidung, die für erwachsene Leute war und wir waren damals noch Kinder, so dass jeder sehr lange. Sie haben sich auch gemeldet. Ihr hattet euch ja. Wir hatten zwischen denen habe ich mich auch gemeldet und auch mein Schwager, der ein Arzt war. Noch eine Frage, bevor wir weitergehen. Ihr seid dort angekommen, als ungefähr die 100 von die ihr da zusammen ins Abfallprozess hat. Seid ihr irgendwie zusammengeblieben? Nein, nein. Das war so, dass nach diesen Abend, wie wir den Abend, wie wir jetzt angekommen sind, so wie ich habe schon erzählt, dass wir überall getrieben wurden, von einem Platz in den zweiten und jeder hat irgendeine andere Gruppe angehört, sodass wir unter den anderen Leuten circa ein selbstverständlich, dass wir waren nicht einmal zusammen, ich habe schon über den Transport geredet, nein. Nein, nein. Nein, nein. So, jedenfalls, eines Tages, da kamen wieder eine Gruppe von Offizieren. Ah, das haben Sie schon gesagt. Das ist jetzt, wir sind jetzt schon im Transport. Sie hatten erzählt, das letzte Mal, dass Sie mit diesem Baron zusammengekommen sind. Ja. Warum er... Ja, das war schon nachdem, dass wir... Ja, ja, das ist aber nicht mehr aufs Band gekommen. Mit dem Baron haben wir schon nicht mehr aufs Band. Aha, ja, soll ich jetzt erzählen, dass der letzte... Das heißt, die letzte Begegnung mit diesem Baron, mit dem Baron Rajbil, ja, war dadurch, dass er doch von der Bekleidungskammer uns diese Kleider gegeben hat. Es war damals üblich, dass jeder Lagerkommandant hat die schäbigsten Sachen, die er in Lager gehabt hat,
mit den Leuten mitgeschickt, die transportiert, die auf einen anderen Platz wurden. Wir bekamen auch noch Hüte, solche Männerhüte zu denen, und wir sahen aus wirklich so wie Vogelscheuche. Ja? Vogelscheuche? Ja. Jedenfalls, dieser Transport kam zur Stadt, nachdem die Leute schon gezählt wurden und alle aufgenommen, wieder in diesen Baracken, in den, das heißt, wieder aufgenommen worden und Papiere ausgestellt wurden. Und es kam der Tag, und dann gingen wir wieder durch diesen großen Tor heraus von... Ja, bevor dem noch die Lebensmittel gingen. Ah ja, jeder einer bekam von uns ein Brot und eine Würfel Margarine. Und ich weiß nicht, ob vielleicht ein Stückchen Wurst. Jedenfalls, jeder sorgte sich um den, dass er das aufessen soll. Darum, weil in dieser Zeit... waren zwei Gründe dadurch. Erstens, dass wir immer hungrig waren und immer uns das Essen fehlte. Und zweitens, dass keiner nicht sich das Essen lassen wollte, weil man muss doch auch schlafen. Und da wurde das meistens gestohlen. Man kann es nirgends halten, sogar unter dem Kopf wurde das gestohlen. So, es war immer besser, das Essen war nur damals sicher, wenn das im Magen war. Ich habe nur wollen sagen, wegen der Würfelmargarine. Die Würfelmargarine ist circa ein Pfund, ja, Margarine. Und das war ein Begriff, eine Würfelmargarine und ein Brot. Ein Brot, das war circa eine Ration für 9 Tage, und wir wussten dadurch, dass wir lang gefahren werden. Und wir bekamen kein Trinken mit, und wenn wir gingen wieder heraus von den Lager durch diesen großen Tor, gingen wahrscheinlich denselben Weg zurück zu dieser Station, wurden wieder einwaggoniert in große Waggonen, zu 40 Leute in jedem Waggon. Und es war eine sehr schwere Fahrt. Erstens, dass die Leute schon sehr schwach waren, von denen, dass sie unternährt waren durch diese paar Monate, dass wir haben von der Arbeit, von der schweren Arbeit. Und zweitens, dass das Essen überhaupt nicht das noch, was wir bekamen im Lager, auch dort nicht hatten, in diese Waggon. Die Reise dauerte circa 3 Tage oder 4 Tage, das weiß ich schon nicht bestimmt. Und wir kamen nachts an, auf einem Platz, wir wussten nicht wo und was der Platz ist. Jedenfalls, es war ein ganz freier Platz, irgendwo im Feld blieb die Bahn stehen. Die Waggonen wurden aufgemacht und wurden mit Geschrei wieder herausgetrieben. Und da wir das schon wussten, was das ist und wie das ist, haben wir sich schnell wieder in 5er-Reihen eingereiht. Und da waren SS-Leute mit Hunde. Und das war so eine... so eine Rampe, ja, wo man hat aufgeladen, so zum Frachtaufladen, sodass wir von den Waggonen gleich auf diese Rampe, so eine schiefe Rampe, herunter gingen. Und wir stellten sich, wie ich schon sagte, in 5er-Reihen und sahen in der Ferne ein Lager, das wir schon mehr oder weniger konnten, dass das ein Lager ist. Es waren Türme, die beleuchtet waren, das war nachts, wie ich schon erklärte. Und die SS-Leute, die damals waren, haben sich auch sehr brutal benommen. Die haben die Hunde auf die Häftlinge gereizt und sodass wir gleich eingeschüchtert waren. Und wir wussten nicht, ob das ist diese Dextrin-Fabrik, wo wir gehen sollten, oder war das wieder irgendein Lager. Keiner wusste nicht, wohin wir gehen. Wir marschierten wieder in der Richtung von diesem Lager, und nach circa 2 oder 3 Kilometer, da kamen wir zu so einem großen Tor, einem Viadukt, wo 2 Türme oben waren dadurch. Jetzt weiß ich, dass es war dieses berühmte Tor nach Birkenau. Gleich wie wir gezählt wurden und durch diesen Tor durchgingen auf die zweite Seite, da wurden wir von Leuten begrüßt, wie soll ich das sagen, nicht begrüßt, übernommen. Die Aussagen, so wie Zirkuswächter, die waren in solche Reithosen, in schwarze Reithosen angezogen und rote Westen mit goldenen Knöpfen und mit Mützen, mit solche komischen Mützen. Und die fingen gleich an, uns zu schreien in der deutschen Sprache. Ihr verfluchte Hunde, was meint ihr, wo ihr seid angekommen, alle sollen gleich in die Reihe stehen. Ja, ich habe noch vergessen, dass wir statt den Schuhen, was wir hatten in Lublin, holländische Holzschuhe bekamen. Und wir waren auch nicht gewöhnt, in diese holländische Schuhe zu gehen.
So dass man hat uns angefangen zu treiben bei diesem Weg nach, nach Birkenau, ja. Ihr seid nach Birkenau gekommen? Nach Birkenau, ja, nach Birkenau gleich. Und da haben meistens die Leute diese Schuhe verloren auf dem Weg. Oder jemand hat einen Schuh behalten und jemand hat zwei Schuhe behalten, sodass wir wurden geprügelt die ganze Zeit. Von den SS-Leuten, von den Kapos, wir wussten dann später, dass das die Kapos sind, und die Blockältesten von Birkenau 1942. Es hat ausgeschaut so wie in einem Irrenhaus. Diese Kapos haben sich zwischen den Häftlingen gemischt und haben die Hüte heruntergezogen, haben auf den Kopf geschlagen, haben jeden ins Gesicht geschlagen. Was meint ihr, wo seid ihr? Ich weiß nicht, wo ihr angekommen seid. Ihr seid in Auschwitz hier und hier ist eine strenge Disziplin. Und die ganze Zeit den Weg, das war ja nicht ein langer Weg, von dem Tor, von diesem berühmten Birkenau-Tor bis zu dem Lager, wo wir ankamen, das war ca. 200 oder 300 Meter, wurden wir den ganzen Weg geprügelt. Den ganzen Weg, bis wir endlich in diesen Steinbaracken oder besser genannt Steinstelle hereingetrieben worden. So nannte man das Steinstelle? Nein, ich sage Steinstelle, weil das waren Steinbaracken. Ja. Ja, das waren Steinhäuser, aber drinnen war das eingeteilt so wie ein Stall. Es war in Steinstelle. Stelle, ja. Für eine Pferdestall, ja, oder für eine. Ja, ich verstehe. Wie gesagt, ich schon da, wir kamen an nachts und wir wurden in solche Koin hereingetrieben, die gebaut waren, so wie, wie soll ich sagen, so wie ein Pritschen in einen Ofen. Circa 30 cm die Höhe, eins von anderen, fünf, eins über den anderen. Unten waren rote Ziegeln, dann waren solche Holzpritschen, bis die oberste Pritsche. Wer Glück gehabt hat, da kam auf die oberste Pritsche und das war das Beste wahrscheinlich. Da war mehr Luft und gleich oben dem war das Dach. Ja. Und das, wie ich schon sagte, das war nachts. Kaum waren wir in diesen Pritschen drin, da kam irgendein so komisch aussehender dieser Häftling. Ja. Später wussten wir noch, dass diese Kleidung, was er anhatte, das war eine Kleidung von einem Kapo, von einem Blockführer oder von einem Stubenführer und so weiter. Und er haltete uns eine Rede noch denselben Abend und er war angezogen in, damals sagen wir das erste Mal, diese Streifkleidung, ja, die ihm sehr gut stand, die war wahrscheinlich auf ihm genäht und mit einer schönen Mütze, eine schwarze Mütze. Auf dem Hemd hatte er einen roten Winkel und er redete schön Deutsch und sagte uns, schaut mich an, ich bin hier schon, ihr seid angekommen nach Birkenau. Das ist kein schlechter Lager nicht, ich bin schon hier eine lange Zeit und ihr seht, ich bin nicht kein Berufsverbrecher, ich bin ein politischer Häftling und es wird euch hier gut gehen und alles wird in Ordnung sein und ihr werdet können eure Familien besuchen, die sind in einem anderen Lager unterbracht, aber selbstverständlich sind nur bestimmte Tage und das ist nicht Sonntag, nicht Montag, nicht Dienstag, so hat er die alle Tage von der Woche gezählt, welche Tage das nicht sind. Ja, aber die anderen Tage konnte sie immer besuchen und selbstverständlich da fing er an zu lachen und wir sahen, dass wir eigentlich einen Psychopathen gegenüberstehen, der von uns lachte. Aber das genügte noch nicht dadurch, da einer von den Leuten wollte wahrscheinlich was fragen oder was sagen und da ließ er ihn herausholen von dieser Koje, ja, von dieser Pritsche und vor unseren Augen da, wir standen alle da mit erschreckt und eingeschüchtert von dieser ganze, von der Reise und von dem Hunger und von der Prügelei, von dem ganzen Weg. Und vor unseren Augen schlug er ihm auf den Kopf mit einem großen, mit einer großen Holzstange. Später wussten wir, dass diese Holzstange dazu diente, dass man hat so einen Kessel von Kaffee und Tee in die Baracke gebracht zum Trinken. Diese Holzstange diente dazu, ja, zwei solche Holzstangen, auf denen hat man diese Trinkkessel gebracht. Es war einer von den älteren Leuten, von den
ich persönlich kannte ihn nicht, aber er schlug ihn tot auf dem Platz und er wurde gleich herausgetragen durch andere Häftlinge, die schon in dieser Baracke waren und auch gekleidet waren in diesen Drillichkleidungen. Und wir wussten, dass wir sind in einen viel älteren Platz angekommen, als wir in Majdanek waren. Die erste Nacht, wir schliefen nicht viel. Ich war mit meinem Schwager auf einer Koje und zu meinem Glück war ich auf eine hohe, ganz oben unter dem Dach unterbracht. Und da hörte ich ein Gespräch, nicht weit von mir, waren die sogenannten Stubendienste, das waren die Prominente von diesem Block, die jeder an für sich eine Verantwortung für einen Teil von dieser Baracke hatte. Das haben sie als Stubendienst genannt und die Leute hatten meistens Privilegien, die hatten viel Essen und die hatten eine unbegrenzte Macht über die anderen Häftlinge und über denen stand nur der Blockälteste, ja, und über den Blockälteste der Blockführer. Selbstverständlich, das ist diese übliche Einteilung, ja, von den Kleinen bis zu den Größeren. Und die kleinere Funktionäre hatten gerade die größte Macht in dem Block. Zwischen diese Funktionäre waren nicht nur, das waren nicht nur polnische und deutsche Häftlinge, das waren auch Juden und auch slowakische Juden, die vor, die nach uns von der Slowakei transportiert wurden, aber vor uns nach Birkenau ankamen, sodass die diesen Weg nach Majdanek nicht durchmachten, sondern gleich von der Slowakei nach Birkenau geschickt wurden. In dieser Zeit, die paar Leute von denen hatten dort diese Posten bekommen und wie ich schon erzähle, das war die erste Nacht, das war eine schreckliche Nacht, weil man hat damals die ganze Nacht nur gehört Schrei und Prügeleien, dann diese Stubendienste sich über Leute, die zum Beispiel herausgingen bei Nacht, um auszugehen oder irgendwo runterzugehen. Es war vor der Türe, war so eine große Tonne und man hat nicht dürfen die Baracke verlassen, nur zum Appell, zum Frühappell. So wie ich schon früher erzählte, ich war mit meinem Schwager auf eine Koje, die unter dem Dach war und da hörte ich, nicht weit von mir waren diese Stubendienste und sie hatten eine Liste und die hatten von dieser Liste verschiedene Namen ausgestrichen und haben gesagt, dass der wird tot sein morgen und der wird tot sein morgen, weil der Blockälteste hat gesagt, dass morgen müssen sein 20 oder 25 Tote von dem Block. Das man hat schon früher, die Nacht vor den, ja, vor dem Appell, hat man schon bestimmt, welche Leute totgeschlagen werden sollen, um den Blockführer und den Blockältester, die, wie man sagt, Lehachnif. Zu schmeicheln. Zu schmeicheln, ja, oder dadurch, wenn er hat zum Beispiel gesagt, morgen will ich sehen, dass es sollen mindestens 15 beim Appell, 15 Tote liegen, sodass die Stummdienste und die Blockälteste haben sich gesorgt, dass nicht 15 sein sollen, sondern 25 sein sollen. Da ich damals noch ganz auch vielleicht noch naiv war dadurch, das hat auf uns einen sehr, sehr sehr grässlichen Eindruck gemacht. Das waren Leute, die man hat von der Liste herausgenommen oder ohne jeden welchen Grund. Ja. Und wie man sagt, zum Tode verurteilt, durch Leute, die überhaupt nicht mit der Administration zu tun hatten. Zweitens war auch, was ich damals noch hörte, war auch das, dass man hat denen ein ärztliches Zeugnis ausgeführt, dass die auf Herzfehler, auf Tuberkulose oder irgendeine andere Krankheit gestorben sind. So, das waren auch Ärzte, die diese Todesscheine unterschrieben, weil das haben auch die Kapos gesagt, auf welche Art sie sterben. Nein, nein. Die haben gesagt, die müssen so viel und so viele Leute müssen sein. Selbstverständlich, wir waren schon nicht neue Häftlinge nach 3 Monaten von Majdanek. Wir wussten schon sehr viel von denen, aber wussten nicht von diesen großen
Lager überhaupt nicht da. Damals Majdanek noch nicht als Vernichtungslager war, sondern als ein Arbeitslager, wo man hat Leute totgeschlagen, ja, wo die waren, oder wo Leute gestorben sind, Kranke. Und das Krematorium, ich sah das erste Krematorium, man hat das nach Majdanek gebracht, war ein kleiner Ofen, verhältnismäßig ein kleiner Ofen, um die Leute, die starben und die totgeschlagen waren, zu erschlagen. Das war unterbracht in einen, man brachte das in einen großen Wagen, man hat den Ofen aufgestellt in einen anderen Lager, nicht in demselben Lager, wo wir waren. So, wir wussten auch nicht über diese große Vernichtungsstätte, was damals in Birkenau war, da wir in so einem Quarantäneblock, sogar dieser Block, wo wir reingetrieben wurden, war auch mit einem Stacheldraht in den Lager, also das ganze Lager war mit einem elektrischen Stacheldraht umzäumt. Das Lager, wo wir reingetrieben wurden, war durch einen Zaun, auch durch einen elektrischen Zaun umringelt. Drinnen in den Lager waren noch Teile, die mit einem gewöhnlichen Stacheldraht umzäumt wurden, und in den kleinen Lagern war noch ein Lager, das nicht ein Lager, sondern dieser Block, das heißt dieser Quarantänenblock. Was war diese ganze Quarantäne? 4 Tage, nachdem wir ankamen, bekamen wir kein Essen, nicht Essen und nicht Trinken. Ich kann mich nur erinnern, dass wir von diesen Häftlingen, die dort waren, damals in Birkenau, durch diesen Zaun noch etwas bekamen, und merkwürdigerweise waren noch Leute, die etwas noch bei sich hatten, irgendeine eine Goldmünze oder irgendwas, und diesen über den Zaun, das den russischen Kriegsgefangenen, die außer diesem Lager waren, die zukamen, und für eine Flasche Wasser oder für eine Flasche Tee, ja, sogenannten Tee, das gaben. Und meistens war das verseuchtes Wasser, das kam von diesen Graben, die rings um den Lager waren, Graben gebaut, und dort war Wasser. Sumpfwasser, also nicht Sumpfwasser, es war Wasser, um das man soll nicht flüchten können, ja, eingeführt. Es stand aber lange Zeit, so, das war doch eine, das war nicht eine Zufuhr, man hat das Wasser nicht geändert, es war so ein schmutziges, trübes Wasser, und das haben wir immer, das heißt, in dieser Zeit stehen lassen, und so bis unten hat sich das, dieser Satz so angesetzt, und diese oberen Teil hat man getrunken. Es waren verschiedene Fälle dort, und damals das erste Mal wurden wir tätowiert. In diese 4 Tage Quarantänezeit, da wurden wir wieder aufgenommen, wieder Formulare ausgefüllt und wieder registriert, und das wurde getan durch polnische Häftlinge, die auch sehr brutal sich gegen den neuen Ankömmlingen benahmen. Wir wurden jeder zu der Wand gestellt, wenn man kam, an und auf der Brust tätowiert. Weil, warum, das wusste ich mich erst später. Wir kamen an in Birkenau als Kriegsgefangene, die von, ja, da wir aber überhaupt nicht Kriegsgefangene auch waren, aber unsere Papiere, so wie ich schon früher erklärte, waren Kriegsgefangene. Und damals war der Befehl, die Kriegsgefangene auf der Brust zu tätowieren, der linke Brust zu tätowieren. Die Tätowation war sehr schmerzlich, weil auch die Tätowation auf der Hand war schmerzlich, aber auf der Brust war schmerzlich dadurch, dass man hat die ganze Nummer auf einmal hereingedrückt in die Brust. Das war solche Stempel, solche Tätowierstempel, die bestanden aus Nummern von solchen langen Nadeln. Das wurde, jeder wurde zu die Wand gestellt, dass er da ein Widerstand ist, und da kam so ein polnischer Häftling, und der hat diesen Stempel, ja, was früher hat ein anderer Häftling wieder diese Nummer dort rein, das heißt rein sortiert, und da hat ihn zu der Wand gedrückt und diesen Stempel herein ins Fleisch gedrückt. Und ein zweiter Häftling stand dort mit einer mit einem Gummihandschuh auf der Hand, und gleich nachdem wir diesen Nagelstempel herauszog, mit einer Tinte, mit einer Tätowiertinte die Wunde verschmierte, so dass noch früher, wie das Blut herauskam, die Tinte reindringte in diese kleinen Löcher, und so dass die Nummer auf einmal tätowiert wurde. Vielen ist das nicht gelungen, und dann nach ein paar Tagen wieder hat man das müssen, das nicht nach ein paar Tagen, sondern nach einer Zeit, wenn das war, nicht, hat man ihn wieder von einem neuen tätowiert. Wenn er noch dazu gekommen ist, dass man ihn tätowiert hat. Diese Tage in Birkenau, das ist eine, wirklich eine Schreckenszeit, und ich nenne das das Wildwest Birkenau 42, ich war dort circa in dieser Zeit 11 Tage, und von unserem Transport, was wir ankamen für diese Dextrinfabrik, blieben
übrig, ca. 200 Leute, das war ein Transport von 1200 Leute, und nur in diese paar Tage, ca. 11 Tage oder 10 Tage, wurden mehr als 1000 Leute totgeschlagen, oder jede, das heißt bei der Arbeit und bei verschiedenen Aktionen, die man als Sport nannte, ja, dass man zum Beispiel frühmorgen alle herauszog und sagt, jetzt soll man machen Sport, und man fängt an zu laufen, und die Kapos haben sich reingemischt und mit großen Stücken auf den Kopf geschlagen, wer hat können springen, wer hat gesprungen, wer nicht. Es war, so wie ich schon sagte, ein Wildwest. Außerdem, die Posten von der Postenkette, was über den Lager war, schossen ins Lager als Snipers, ganz ohne jeden Grund. Sie sahen jemanden, der ihnen nicht gefiel, und dann haben sie reingeschossen ins Lager. Sodass, und man hat sich nirgends können dort drücken, nicht von Arbeit und nicht von gar nichts. Es war ein kleiner Lager, es war eine Übersicht, sehr viele SS-Leute waren und sehr viele Häftlinge, die damals für uns, in unseren Begriffen, die Kapos und die Vorarbeiter und die alle Funktionäre, die wie ganz verwilderte Leute ausschauten, die was, das war überhaupt eine, das war für uns etwas Schreckliches, sogar im Begriff von denen, dass wir von Majdanek kamen. Zwischen anderen wurden wir beschäftigt mit in ein Leichenkommando, und das war an und für sich noch ein ganz gutes Kommando, weil das war Hinlager, und dann hat man die Leichen, was von den Häftlingen, was gestorben sind, und von den Häftlingen, was man hat totgeschlagen, die wurden ausgezogen, und dann wurden sie in eine Leichenkammer, das war wieder so eine dieselbe Baracke, wo wir waren, ich glaube, das war 21 damals, und dort wurden sie so wie Holz aufgestapelt in Schichten, 5 und 5, dass man sie zählen kann, ja gerade so wie ich sage, in großen Haufen raufgestellt, einen auf den zweiten, und jeden Tag, da kamen die russischen Gefangenen, so eine kleine Bahn, Loren, solche Loren, und auf offene Loren hat man sie wieder aufgeladen, und die wurden dann in Krematorium geführt, dass wir nicht wussten, wo das ist, das war damals in Auschwitz, in den Stammlager, damals war noch keine Krematorium, nicht in Birkenau, ich rede von der Zeit, das war ca. Mai 1942 in Birkenau, und damals war noch kein Krematorium, nicht dort, so dass die Leichen dann wieder wahrscheinlich anders, auf einen anderen Platz einwagoniert wurden und nach Auschwitz geschickt, wo ein Krematorium, auch nicht ein großes Krematorium, ich werde dann später dazu kommen, dass ich das Krematorium sah, auch von drinnen, auch von draußen, später, auch noch als Häftling, nicht vielleicht nach der Zeit. Und wie ich will zurückkommen zu diesem Leichenkommando, das war gut, weil man hat irgendein Pensum von einer Arbeit gemacht und dann war man frei. Und diese Leute bekamen so ein irgendeinen Zeichen von den Kapo und könnten dann in den Lager frei, das heißt frei, das ganze Lager hat sich, es war sehr klein und schmal, aber man hat sie wieder nicht auf eine andere Arbeit gezogen, so dass wir könnten, wie man sagt, ruhen, es war keine Frage nicht von dem, weil in der Baracke könnten wir nicht hereingehen, die ganze Zeit nur zum Schlafen, draußen, die Verhältnisse waren schrecklich, man hat nicht gehabt, wo zu sitzen, wo zu liegen, gar nichts, sondern man hat sich nur herumgedreht. Jedenfalls dieses Leichenkommando, das war das berühmte Leichenkommando, und da hat jeder eine Leiche auf den Rücken genommen, mit die Hände, so eine nackte Leiche, ja, ob das eine Männerleiche, ja, das waren damals nur Männerleichen, weil das damals nur das Männerlager war. Ob zwar entgegen unserem Lager, wir wussten dann, war ein Frauenlager. Aber so ich schon früher gesagt habe, dieser ganze große Block in Birkenau damals war geteilt in verschiedene kleine Gruppen, sodass zwischen dem Männerlager und zwischen dem Frauenlager so eine breite Straße war, und dort war dieser, immer der, nach dem Appell, ja, nach der Zählung, dort war diese Hauptzählung von den allen Lagern, und dort sahen wir immer diesen Kommandanten, damals Hess, sahen wir ihn dort stehen, so auf seinem Pult, so wie einen Polizisten, wie einen Verkehrspolizisten, und dort hat man, die alle haben ihm gemeldet, die Rapporte, und dort wurde das auch gezählt und dann wieder weitergeführt. Wir wussten damals noch nicht diese ganze Prozedur, wie das... Darf ich einen Moment unterbrechen? Ja. Sie sagten, dass von diesen ungefähr 1200 Leuten nach 11 Tagen nur noch 200 Leute. Gab es irgendeine bestimmte Kategorie von Leuten, die mehr Chancen hatten, übrig zu bleiben in diesen 11 Tagen, oder... Nein, absolut zufällig. Das war absolut zufällig, und ich will auch sagen, darum, weil auch mein Schwager zwischen den Leuten, was dort stammen, ja, war auch mein Schwager zwischen denen. Das war so, jeden Früh, dann hat man die Leute auf Arbeit gefangen, ja, jeder hat sich irgendwo eingereiht.
hat er ein Glück gehabt, so wie ich habe schon gesagt, dann ist er in irgendein Kommando reingegangen, wo er hat gearbeitet, zum Beispiel bei Baracken ausfüllen. Nur, es war eine schwere Arbeit, man hat mit Kies gearbeitet und mit Schaufeln und so weiter, aber es war eine Arbeit mehr oder weniger im Umfang von den Lager. Es waren aber Kommandos, wo man hat die Leute von Lager heraus auf andere Baustätte oder auf andere Plätze geführt. Und merkwürdigerweise immer kam eine Hälfte von den Leuten wieder zurück. Die wurden auf den Kommando totgeschlagen. Und es war zwischen denen auch dieses Kommando, das man Grabstätte nannte. Und das später wusste mich, das waren die Leute, die große Gräber gegraben haben, damals in Birkenau. Und dort, wo man hat die Leichen damals noch in große Massengräber begraben. Wahrscheinlich vielleicht später, das war vorbereitet, weil die Leute, die bei diesem Grabkommando gearbeitet haben, die haben wieder nicht gearbeitet bei den Begraben von den Leuten. Die haben nur große Gräben gemacht, ja, circa 50 Meter auf 100 Meter lange, große, große Plätze gemacht. Und zwischen denen war auch mein Schwager und eines Tages wirklich, wenn das Kommando zurückgekommen ist, wir sahen immer die Kommandos, wenn die zurückkamen abends, ja, da sah ich ihm, dass er auf eine Tragbare, man hat ihn getragen, tot, mit dem Kopf hat er geschlagen haben und ich habe mich gewusst dann von den Leuten, die mit ihm waren, dass irgendein von der SS-Leuten hat ihm gesagt, er arbeitet nicht zu schnell, hat von ihm die Schaufel genommen und hat ihm den Kopf gespalten, ja, hat ihn den Kopf gespalten. So, dass von diesen 1200 Leuten, es war nur ein Begriff, mehr oder weniger von Glück, ja, und ich will auch erzählen dadurch, dass jedes Morgen dieses Herumlaufen, um sich irgendwo einzuschichten, war, das war mehr eine Intuition und man hat auch nicht gewusst, auf welchem Kommando man geht. Das Beste war selbstverständlich, in Lager zu bleiben. Aber das war auch das Gefährlichste, weil in den Lager, wenn man hat angefangen, jemand, der nicht mit einem Kommando vorausgegangen ist, hat man ihm auch totgeschlagen. Es waren hinter den, auf Ende dieses unseres Lagers, unseren Quarantänenlager, waren Latrinen, ja. Und da die Leute alle Dysenterie bekommen haben und die saßen meistens dort in denen, hat man sie einfach in diese große Dreckbassine hereingeschmissen und die ertranken dort. Also es war eine gefährliche Sache, auch auf dem Lager zu bleiben. Selbstverständlich, wenn jemand irgendeinen Bekannten hatte, der ein Blockältester oder ein Stuben oder irgendein Freund von einem Stubenältester war oder irgendeine Bekanntschaft hatte, könnte er sich irgendwo verstecken in einem Block drinnen, wo die SS-Leute nicht suchten, weil die wussten, dass diese Funktionäre alle schon diese Arbeit für denen machen. Ja, es war ganz unmöglich, irgendwie sich dort zu verstecken, ohne dass die Funktionäre oder die SS-Leute nicht davon wussten. Noch eine Arbeit war in den Lager, das war das Krankenbaukommando, wie man das nannte, das war Block 7 und dort war ein sogenannter polnischer Arzt, das war ein arroganter, grober Kerl, der gar nichts gemacht hatte, nur immer, wenn jemand schon starb nach der Agonie, ihm den Befehl gab, um ihn herauszuführen von diesem Block. Und dort zu arbeiten war unter anderem ein Plus, dass die Leute automatisch das Essen in die Keue bekamen. Und meistens bekamen die Leute das Essen, wenn sie schon tot waren. So dass die Häftlinge, die dort arbeiteten, Essen hatten sie genug, dass sie kamen zum Beispiel zu einer Keue und sie sagen von 5 Leuten, die in so einer Pritsche dort lagen, 3 gar nichts aßen davon, die 2 ganz apathisch da lagen, weil das war doch nicht ein Krankenhaus, das war ein Korridor zum Sterben. Ja. Noch eine komische Sache war dadurch, dass man hat diese Leute zum Waschen geführt. Das war doch eigentlich diese Arbeit von diesem Krankenbaukommando, dass 2 Leute seinen lebenden Leichnam unter die Arme nahmen und in Nieselwetter und in Regenwetter eben nackt führten zu diese, wie ich schon sagte, zu den Graben, was das Lager umläufte, ihm dort herunterließen, er sollte sich dort waschen und man sollte ihn wieder herausnehmen, das war aber genug tief und es war sehr glitschig und viele Leute sind auch dort drinnen geblieben. Viele sind auf dem Weg gestorben, man hat eigentlich eine Leiche getragen zu diesem, bis man ist zurückgekommen, hat man gesehen, er lebt überhaupt nicht. So, das war diese Arbeit, als wie man sagt, diese Krankenbaukommando.
Und das waren diese 11 Tage in Birkenau. Es sind noch viele Sachen, die in diesen 11 Tagen vorkamen. Als eines Abends wurde bei einem Appell wurden Namen vorgelesen und zwischen den Namen war ich auch. Ja, bevor wir zu diesem Appell kommen, in welchen Kommandos haben Sie zu dieser Zeit gearbeitet? Ja, ich habe schon gesagt, ich habe in diesem Krankenbaukommando gearbeitet. Ich habe gearbeitet in Barackenbaukommando. Ich habe gearbeitet in diesem Leichenkommando. Und meistens habe ich mich gesorgt, ich habe mich in diese 11 Tage, es ist mir gelungen, auf kein Außenkommando herauszugehen. Wie ist Ihnen das gelungen? Es ist mir gelungen dadurch, dass ich habe einen Freund, ich könnte sagen vielleicht auch nicht einen Freund, weil der sehr brutal und sehr sich zu anderen benahmen, aber der war mein Kollege, mein Schulkollege, aber er sah damals aus so wie eine Bestie und der verhelfte mir dadurch, dass ich in Lager bleiben könnte, aber das war das Ganze, was er könnte mir zum Beispiel nicht Brot geben oder sowas, was damals sehr, sehr war, weil er hat überhaupt keine Freundschaft nicht gezeigt. Ja, er hat mir zum Beispiel unter anderem gesagt, du glaub nicht, dass das wir sind, wir hier lebt ein Mensch nur 4 Tage. Wenn er lebt mehr wie 4 Tage, dann lebt nur auf den Kosten von den anderen Mithäftlingen. Und auf meinen Kosten lässt du hier nichts leben. Ja? Und das war seine Idud, wie sagt man, seine Ermunterung, dass er uns erzählte, dass in Birkenau lebt man damals in dieser Zeit 4 Tage. Wie ich schon erzählt habe, ich war dort 11 Tage in dieser Zeit und bei diesem Appell wurde mein Name vorgelesen. Und ist schon, wieder wie ich sagte, der Mensch ist noch immer optimistisch. Ich wusste nicht, dass wir nach Auschwitz transportiert sollen sein. Es war damals circa 12 oder 13 Leute, die ausgerufen wurden bei diesem Appell. Und wir hofften, selbstverständlich, dass es wieder etwas Besseres sein wird. Und den nächsten Tag dann kamen Autos und wir wurden aufgeladen und von Birkenau nach Auschwitz transportiert worden. Und ich kann wieder sagen, dass vielleicht damals noch, das war eine große, wie soll ich sagen, das war eine große Änderung von Birkenau 42 nach Auschwitz 42 zu kommen. Wenn ich möchte, dass für andere Verhältnisse waren, so möchte ich sagen, so wie zum Beispiel von einem Stall in eine eingerichtete Wohnung zu kommen, weil damals das Stammlager sehr rein und sehr pedant gehalten wurde und für die Außenwelt Ausschau wie aussah, ja, wie ein sehr eingeordnetes und sanitarisch vollkommenes Lager. Das war besucht meistens durch einen Roten Kreuz Kommissionen und es war sehr pedant und rein gehalten. Was später war, wir wussten dann auch weiter, das sah nur aus von draußen, aber jedenfalls, ich bin übergefahren von Wer waren die drei? Ja, das habe ich vorhin sagen, das waren alles Fachleute und ich habe damals, wenn wir sind nach Birkenau gekommen, ich habe gesehen, dass die ganze, man muss sich melden zu den Sachen, was wahrscheinlich irgendwie brauchbar sind, habe ich mich als Tischler registriert in Birkenau, trotzdem, dass ich das nicht in Majdanek getan habe. Und in Birkenau, so dass wahrscheinlich hat man gesucht für ein Kommando Tischler in Birkenau. Und da die Administration sehr schnell dort sich von allen wusste, sodass diese Liste, was geschickt wurde nach Birkenau, Auschwitz, versuchte, um von Transport den und den oder von den Transport, ob sind Tischler und so weiter, ob es sind zwischen den Leuten. So dass in einer bestimmten Hinsicht mein Weg von Birkenau nach Auschwitz in 1942 hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet, weil von diesen allen Leuten nur gezählte Leute übrig geblieben sind. Von diesen, was wir sind damals mit dem Transport gekommen. Ja? Und das ist wahrscheinlich die ganze. Das ist die zweite Tonbandaufnahme und ich glaube, wir können sofort dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wenn Sie sich erinnern, bitteschön. Ja, nur so wie ich schon früher gesagt habe, wir sind gleich den nächsten Tag, den nächsten Morgen, wieder angekleidet worden in bessere Kleider, die wir dort hatten, wieder die Bekleidungskammer, dasselbe.
und wir wurden den nächsten Tag nach Auschwitz geschickt. Es ist ein großer Lastwagen gekommen und wir waren, so ich schon sagte, damals 11 oder 12 Leute. Ich glaube noch, auch von einem anderen Platz hat man noch ein paar Leute mitgesandt. Die ganze Fahrt hat gedauert ca. 20 Minuten oder 30 Minuten von Birkenau nach Auschwitz. Und wir kamen an in diesem Auschwitzer Stammlager, den sogenannten Stammlager. In 1942 war das Lager durch eine Wand getrennt und das Lager, was war hinter der Wand, das war inmitten von diesem Stammlager, war das Frauenlager. War eine hohe Wand inmitten von Lager, nicht kein Stammlager. Ja, in Stammlager. Und das selbstverständlich hat uns überrascht, so wie ich habe schon früher gesagt, das alles war so rein und gepflegt. Es waren dort keine Baracken, es waren Häuser, dort außer der Baracke beim Eingang, ja, aber es war wahrscheinlich für den Posten und für die Leute, die zählten, die Leute, wenn die hereinkamen. Es waren alles, nein, es waren Gebäude, die wahrscheinlich gebaut wurden zu diesen diese Baracken wahrscheinlich waren gebaut für den Zweck zu einem Konzentrationslager. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das früher wahrscheinlich Kasernen waren. Unsere große Enttäuschung war, dass statt in diese schönen Häuser oder in diese Blöcke, da wir vorbeigeführt wurden, führte man uns wieder in eine große Baracke, wo wieder eine Entwesungskammer war, wieder dasselbe, wieder das Baden sich. Es war sehr kalt und alles hat sich draußen abgespielt, das Ausziehen und das Anziehen, ja, nur drinnen. Selbstverständlich, es war kein Vergleich mit dieser Sauna, was wir hatten in Majdanek. Es waren dort richtige Duschen, richtiges warmes Wasser. Die Kleider sind auch in einen Kessel herein und wir bekamen desinfizierte Kleider. Die waren noch ganz warm, wenn wir sie zurückbekamen. Jedenfalls, statt man soll uns führen in diese Baracken, wurden wir wieder weitergeführt und am Ende des Lagers war ein Tor, ein großes Tor, und hinter dem Tor war auch eine von diesen Kasernen, die sogenannten Kasernen, die Steingebäuden, und das Tor schließen sie hinter uns und wir waren wieder in so einem kleinen Lager in den Lager. Später wussten wir uns, dass es war dieser berühmte Ölwerblock, wo es ist auch sehr bekannt, dass in diesem Ölwerblock waren verschiedene Leute. Ein Teil in der zweiten Etage, ja, waren Leute, Polen und andere Häftlinge, die vor Entlassung von Auschwitz standen. Das heißt, ein Quarantänenlager, bevor sie wurden befreit. Eine sehr interessante Sache, dass auch von Auschwitz wurden Häftlinge befreit, meistens Polen und Deutsche. Die dort verbrachten die paar Wochen, bis das Haar wuchs, und bis sie ein bisschen zu sich kamen, sodass sie entlassen wurden in einen besseren Zustand, wie sie waren dort in den Lager. Der zweite Teil von diesem Block war gewidmet dem Strafkommando. Alle Häftlinge oder jeder Häftling, der etwas getan hat gegen den Gesetzen, den sogenannten Lagergesetzen, wurde in Strafkommando versetzt. Und die Verhältnisse waren dort viel schwerer, die Arbeit war viel schwerer. Und nach der Arbeit, wo andere Häftlinge frei in den Lager herumspazierten und sich trafen von einem Block zum zweiten und so weiter, wurde das Tor gesperrt und nur in diesem Block, in diesem Ölwerblock, könnten wir bleiben. Darf ich etwas fragen? Ja. Sie sagten, ihr kamt in ein anderes Lager, das heißt in ein Lager im Lager. Und dann sagen Sie, das war der Block 11. Zu diesem Lager gehörte nur der Block 11. Nur der Block 11. Nur der Block 11. Ja. Jetzt habe ich eine andere Frage. Das heißt, bevor dem noch. Das heißt, der Block 11 war umzäunt oder mit einem einer Mauer? Der war mit einer Mauer umzäunt. Der war mit einer geschlossenen Mauer? Ja, mit einer geschlossenen Mauer und mit einem großen Tor. Die eine Seite des Ölwerblocks ging schon heraus
in die Außenseite des Lagers. Das war der letzte Block in dieser Reihe vor den Gittern. Und, das heißt, es war am Ende des Lagers ein Block, der umzäunt war. Und angrenzend zu dem der Zehnerblock, ja, war die eine Seite von dem Zehnerblock, hatte die Fenster in dieses Strafkommandolager. Dann habe ich noch eine Frage. Von einer anderen Quelle habe ich gehört, dass das Strafkommando in Block 13 war. Ja, aber das Block 13, das bezieht sich auf Birkenau und nicht auf Auschwitz. Ah, das ist ja. Ich rede jetzt von Auschwitz, das ist das Stammlager, ja. Aha, ich Auschwitz, und dort war das in Ölver Block, ja, das 13. Block, das war aber in Birkenau. Später in der Lage, ich werde dann später dazu kommen. Was ich wollte sagen, dass das eigentlich, was ich ja früher gesagt habe, ein Lager, das war der Ölver Block, und dadurch, dass er mit einer Mauer getrennt war von den anderen, von den Lager, bildete er so einen Hof, der berühmte Hof, wo diese, wo man hat die Todesstrafen ausgeführt, wo man hat gehangen und wo man hat auch die Häftlinge geschossen, in diesem selben Hof. Da war die Schwarze Mauer, oder? Ja, die Schwarze Mauer, ja, dort haben wir auch die Schule geputzt und die Schwarze Mauer war dort in dieser. Und der Hof, das war eigentlich unser einziger Platz, wo wir sich könnten nach der Arbeit frei bewegen. Das war dieser Hof, und auch nicht in allen Stunden, weil dort war eine sehr strenge Disziplin, viel strenger wie in den ganzen Lager, wo zum Beispiel nach dem Appell, nach dem Abendappell im ganzen Lager war frei, bis eine bestimmte Stunde hat man sich können herumdrehen, überall. Und das war ein ganz, das war ein großes Lager. So, dass in diesem Ölverblock hatten wir nur diesen Hof, und auch dort könnten wir nicht die ganze Zeit sein. Wie ich habe schon früher gesagt, war dort das Strafkommando. Dann war dort auch der SS-Bunker. In den Keller von dem Ölverblock war, war das Gefängnis für diese SS-Leute, die, die gegen den Gesetz der SS-Leute sich vertan haben in Auschwitz. Und die hatten auch eine sehr strenge, strenge Disziplin, und die könnten überhaupt nicht in Kontakt mit den Häftlingen kommen. Aber trotzdem hörten wir immer die ruften uns zu von den Keller, dass wir sollen eine Zigarette runterschmeißen oder sowas ähnliches. Das war auch sehr schwer. Oder Feuer, ja, für eine, von einer Zigarette. Wir hatten mit ihnen keine Verbindung. Die SS-Leute, die über den Block verfügten oder die dort waren, der Blockführer, waren besonders, grausam und besonders streng, da sie eigentlich zu tun hatten mit den, Lagerverbrechern sozusagen. Die Polen, die auf denselben Block waren, wie ich schon früher sagte, um zu entlassen werden, waren auch nicht so geneigt zu den jüdischen Häftlingen, die dort waren, und wir hatten auch sehr viel, wir litten auch sehr viel von den Häftlingen, von den Häftlingen. Das Ärgste bei diesem Block war noch eine Sache, dass diese Exekutionen und diese Schießerei in den Hof hat uns immer bei Nacht oder Vorabend von diesen Zimmern, die den Hof sich zuwendeten, wo die Fenster waren, in Hof, hat man uns in andere Zimmer versetzt, und da waren wir 150 bis 160 Leute in einem Zimmer, wo am meisten könnten, so wie wir waren, 30 oder 40 früher, waren wir doppelt und dreifach unterbracht, bis diese Exekution vorüber war. Wie wussten wir das? Selbstverständlich, wir wussten das gleich nachdem, dass man hat uns nach dem Appell gleich von den Zimmern herausgetrieben und in den anderen Zimmern reingepackt. Die Fenster von den Zimmern, von den anderen Zimmern, waren auf dem Hof, auf den, wie ich schon früher sagte, auf die Außenseite des Lagers. Und dort sahen wir, sind schon angekommen, wir nennten das Rollwagen, ja, das sind Wagen, die Häftlinge gezogen haben, und viele Autos mit hohen SS-Offiziere angekommen, weil das war immer eine große, ein großes Schauspiel für denen, und es waren immer eingeladen Offiziere zu diesen Exekutionen. Wir wussten, wenn das vorüber war, das dauerte meistens 2 bis 3 Stunden, wo wir sehr dort zusammengedrängt waren, und dann, wenn wir zurückkamen, waren noch Blutspuren auf dem Hof, trotzdem, dass es waren Häftlinge, die das verdeckten mit Samt und so weiter, aber auch den nächsten Tag hat man noch gesehen dort die Blutspuren. Aber zweitens sahen wir, wie diese
Rollwagen, was früher dort waren, voll mit Leichen herausgeführt worden sind. Selbstverständlich, die deckten das zu mit Decken, aber da wir schon damals Häftlinge waren, wie ich schon früher erzählte, wusste, was eine Leiche ist, und da sahen wir, wie das, auch wenn es zugedeckt war, sahen wir das. Dort, außerdem, das war überall draußen, auch bei den Wagen, war überall Blut. Und sogar getropft hat das Blut von diesen Wagen, wenn die das gezogen haben. Es waren keine Pferde, nicht, das haben immer Menschen gezogen. Überhaupt, es waren in Auschwitz keine Pferde, das ist sehr interessant. Alle Wagen, ob es war ein Stein, ob es war Kiesel oder was es sollte sein, alles haben die Menschen gezogen. Noch eine Sache war bei diesem Block, dass wir könnten sich unsere Arbeit nicht wählen. In anderen Blöcken zum Beispiel, der Häftling ist zu früh, wie sagt man, auf den Arbeitsmarkt herausgelaufen, hat er ein Glück gehabt, dann wurde er in ein gutes Kommando hereingesetzt, Arbeitskommando. Hat er Pech gehabt, wurde er in ein anderes Kommando hereingefangen. Aber wir hatten dort überhaupt keine Wahl, so dass wir könnten nur auf die Bunnerwerke gehen, wo schon dieser Kapo von dieser Bunnerwerke stand bei dem Tor und die Häftlinge sich abnahmen von denen. Das war sehr schwer, wenn man hat zu früh das Tor nach dem Appell geöffnet, dass man sich in irgendein Kommando hereindrängen könnte. Nur in den, was man hat vorgeschrieben. Darf ich hier einen Moment unterbrechen? Wieso kamt ihr eigentlich in diesen Block 11, wenn es ja ein Strafblock war? Ja, das gerade habe ich mir wollen auch, das war uns sehr komisch. Wir wurden überführt als Fachleute von diesen Birkenau-Lager, hofften wir, dass wir in irgendeine Facharbeit auch herein. Aber da haben wir wieder dieselbe Enttäuschung gehabt. Ich glaube, das war entweder ein Administrationsfehler oder einfach dort war gerade der Platz frei und wir wurden dort hereingesetzt. Später war eine große, ich werde dann später darüber reden, war eine sehr schwere Sache, von diesem Block in einen anderen Block herübergeführt werden. Wenn einmal dort jemand war, so blieb er dort schon bis er blieb. Die Verhältnisse in diesem Block waren noch schwerer dadurch, dass er war nicht gebaut wie die anderen Blöcke. Es war dort nicht kein Waschraum, so wie in den anderen Blöcken. Es war nicht, er war so gebaut wie ein Gefängnis mehr. Sogar die Korridors waren durch solche Gittertore versperrt. Sogar zwischen den Korridors war auch eine Trennung zwischen den einen Teil des. Es war ein spezieller Block. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, auch wie er eingeteilt war, aber das gehört nicht jetzt zu denen. In den Hof, wie ich schon früher gesagt habe, standen zwei Galgen, die zum Hängen dann auch herausgeführt wurden. Sagen wir, wenn ein Häftling geflüchtet ist und man hat ihn gefangen, dann wurde dieser Galgen vor die Küche herausgeführt, dort aufgestellt. Und dort vor den anderen Häftlingen wurde der Häftling dann gehangen. Das heißt, es war ein fahrbarer, transportabler Galgen. Das war ein fertiger, das war so ein Gestell, das war fertig gemacht für Hängen mit drei Stufen. Und ich weiß, dass wir sich zum Beispiel, es war eine interessante Sache, trotzdem, dass dieser Block war so abgeteilt, mussten wir jeden Tag sich die Schuhe putzen und da stand immer auf diesen Galgen eine kleine Schüssel mit so einem Öl und mit dem schmierten wir sich auf diese Stufen, auf denselben Stufen, wo die Leute zu den Galgen herauf gingen, ja, und wir stellten dort die Schuhe, weil man könnte nicht ohne geputzte Schuhe in den Block reingehen, Matsch. Matsch oder nicht, so dass wir müssten immer oder ohne Schuhe herein in den Block. Es war ein großer Paradox zwischen der Reinlichkeit von dem Block und zwischen den Verhältnissen, die man gab, den Häftling, um sich reinzuhalten. Es war keine Seife nicht, es war kein Wasser nicht, es war keine Kleidung nicht, umzutauschen, die Kleidung. Damals waren wir schon alle Läusen. Mit Läusen und dort war das überhaupt in diesem Ölverblock sehr verbreitet. Noch mehr wie in den anderen Lagern, es waren keine Desinfektionsmittel und gar nichts und trotzdem war man so peinlich über die Reinlichkeit, meistens nur um die Leute zu schikanieren, weil es war unmöglich reinzuhalten in diesen Block. Ich will noch in kurzem über diesen Block erzählen, ist das, was ich schon früher gesagt habe, dass wir könnten nur auf eine
Außenarbeit gehen, die man hat uns zugetan. Und wieder, nachdem man ins Lager hereingekommen ist, hat man müssen gleich auf diesen Block zusammen. In diesem Block habe ich mich getroffen mit einem Franzosen. Es hat sich herausgestellt, dass das der Bruder von den Leon Blum war. Der war mit mir auf demselben Zimmer und der hat merkwürdigerweise verschiedene Privilegien gehabt. Er hat gearbeitet in der Schreibstube des Lagers und er bekam die Deutsche Zeitung und er könnte sich in der Kantine, die nicht weit von diesem Ölverblock war, auch verschiedene Sachen kaufen. Er war sehr hilfsbereit und wem er konnte, so hat er geholfen. Und ich habe mich an ihn gewendet und habe ihn gefragt, ob er nicht etwas machen kann, dass ich in einen anderen Block überführt werden soll. Es hat gedauert eine lange Zeit und eines Tages dann bei den Appell hat man meinen Namen vorgelesen und hat man gesagt, ich soll in einen anderen Block überführt werden. So bin ich auch von diesem Block, Ölverblock, losgeworden. Einen Moment, bevor wir weitergehen. Die Sache mit der Kantine interessiert mich. Was für eine Kantine war das? Ja, eine Kantine für die Gefangenen oder für die Bewachung? Nein, das war eine Kantine für die Häftlinge. Und das war so eine Baracke, die zwischen diesem Ölverblock und zwischen dem sogenannten Krankenbau, weil entgegen dem Ölverblock waren die Spitäle, die sogenannte Spitäle, wo man hat diese Injektionen, wo man die Leute nur getötet und auch, das heißt nicht behandelt, aber wo die alle Kranke haben sich dort gemolden. Und zwischen den zwei Blöcken, Ölverblock und diesem Krankenbau, war eine Baracke, eine Holzbaracke und das war die Kantine. Es waren bestimmte Häftlinge, Polen und Deutsche, die Geld bekamen von zu Hause und die könnten dort verschiedene Sachen kaufen. Meistens Esswaren. Ja. Es waren auch in einer Begrenzung und auch Zigaretten. Und das mit der Zeitung, das war so, dass die SS-Leute bekamen die Deutsche Zeitung und die wahrscheinlich dann diesen prominenten Häftlingen sie dann übergaben, sodass wir könnten auch lesen, durch diesen Leon Blum könnten wir auch hin und da eine alte Zeitung lesen, die Nachrichten lesen. Ich möchte das gerne kurz zum Überfassen, weil das ist eine sehr lange Periode, dass ich war dort circa 3 Monate in diesem Strafkommandoblock und es ist sehr, sehr viel über den zu reden. Aber jedenfalls, wie ich habe schon gesagt, durch Hilfe von diesem Bruder von Leon Blum könnte ich auf einen anderen Block überführt werden. Und das war auch eine Verbesserung meiner Lage, weil, wie ich schon früher sagte, nach dem Appell hat man sich können mit Freunden treffen und sich beraten, welches Kommando ist gut, wo herauszugehen, man könnte sich irgendwo organisieren heißt beschaffen ein Stückchen Brot oder irgendeine Sache von den Häftlingen, die auf einem besseren Kommando arbeiteten oder in der Küche oder in den Plätzen. Man fand Landsleute, zwischen denen fand ich auch jemanden, die in diesem selben Lager wie Serej waren mit uns, aber die sind dann gleich nicht nach Majdanek geführt, aber gleich von der Slowakei nach Auschwitz geführt worden. So, dass ich könnte das in kurzem zusammenfassen, das ist das Lager an und für sich. Auschwitz hat gebietet mehr Möglichkeiten, den Häftling sich zu orientieren und sich irgendwo besser einzuführen. Eines Tages, wenn ich kam, ich wohnte damals auf dem vierten Block, Block 4, ganz oben, sah ich, dass einer meiner Freunde auf einer Koje, das heißt auf seinem Bett dort, seine Koje sitzt, dort waren Betten mit drei Etagen, ja, und nicht nur, dass er aß Sardinien und hatte auch eine Zitrone gehabt und das war eine Sache, die wir schon wirklich nicht eine lange Zeit überhaupt nicht gesehen haben, aber er hatte auch ein reines Taschentuch und das war vielleicht das größte Wunder dabei, weil ein Taschentuch, das war überhaupt nicht ein Lagerbestandteil, ja, wenn noch dazu eine Mütze, ein Hemd oder eine Jacke, aber ein Taschentuch, das war überhaupt nicht glaubbar. Und von der Neugierde, dann fragte ich ihn, sag mir, woher hast du diese Sachen? Und da er auch ein Slowake war, und da erzählte mir, dass er ist in ein Kommando, das Kanada heißt, und dort kommen an alle die Pakete von den Leuten, die nach Auschwitz kommen, und dort werden sie ausgepackt und die arbeiten bei den Auspacken und bei Sortieren der Pakete.
so dass er sich immer was ins Lager hereinschmuggeln kann. Selbstverständlich ist das sehr schwer, aber wie ich schon früher sagte, er hat mir auch angeboten und da habe ich ihn gefragt, wie kommt man in dieses Kommando herein. Da hat er mir gesagt, das ist sehr schwer, weil das Kommando hat 50 oder 60 Leute, ich weiß schon nicht bestimmt. Und es ist sehr schwer, dort hereinzukommen, weil die SS-Leute das hüten, dass nicht viele Häftlinge sich hereindrängen in diesem Kommando. Und jeden Tag dann schlagt man bei diesen Aufstellen dieses Kommando und so weiter. Dann fragte ich ihn noch, wo dieses Kommando sich gruppiert. Und dann sagte er mir, zwischen welche Blöcke. Dann habe ich den nächsten Tag versucht, in dieses Kommando reinzukommen. Selbstverständlich, es gelang mir nicht, nicht den ersten Tag und nicht den zweiten, aber jedenfalls wusste ich schon, dass das ein Kommando ist, wo man sich Essen besorgen und Kleidung besorgen kann und wo man besser überleben kann, diese Zeit. Eines Tages dann traf ich noch zwei Jungs, die bereit waren, mit mir irgendeinen Trick anzuwenden. Das Kommando war immer, wenn es war angestellt, dann von zwei Seiten standen die SS-Leute, die das führten, und die Kapos von diesem Kommando, und in Fünferreihen marschierten sie heraus durch ein Tor. Und vor dem Tor, da war so eine Wendung, eine 90 Grad, echt? Ein Winkel. Ein 90 Grad Winkel, und damals öffneten sich diese Fünferreihen, natürlicherweise öffneten sich so, dass man hatte können sich zwischenschieben in diesem Kommando. So standen wir immer nicht weit von diesem Platz, und wenn das Kommando da in diese Bücken ging, dann wir waren fünf Leute, zwischen denen ist einer, der lebt jetzt in England, und wir drängten sich herein, aber eine ganze Fünferreihe, so dass die letzte fünf von diesem Kommando wurden dann beim Tor wieder zurückgeschickt. Und das war eine Zeit lang, machten wir das so. Manchmal gelang es uns, manchmal gelang es uns nicht. Aber jedenfalls auch ein Tag oder zwei Tage auf diesem Kommando, dann gab uns mehr Kraft. Erstens, wir könnten dort essen, das heißt nicht offiziell, aber wir könnten sich dort verstecken und essen, verschiedene Sachen, die wir überhaupt schon monatelang nicht sahen, überhaupt. Und wer auch geschickt war, könnte etwas ins Lager herüberschmuggeln. Das war die so berühmte Kanada, wo ich circa ein Jahr arbeitete. Das ist eine lange Geschichte, selbstverständlich. Das Kommando wurde später dann auf 100 und später auf 150 Leute vergrößert, nachdem die Transporte mehr und mehr nach Auschwitz ankamen. Die Arbeit wurde immer mehr und mehr. Die Sachen häuften sich in große Baracken an, die wurden sortiert. In dieser Weise, dass wir arbeiteten, eine Gruppe bei den Koffer öffnen, dann wurden die Sachen, die die Leute mitgebracht haben, sortiert. Die Kleidungssachen in einen anderen Koffer, die Medikamente, die Lebensmittel. Und dann wurden wieder diese Koffer abgetragen in andere Baracken, wo sie dann wurden wieder verpackt. Zum Beispiel die Kleidung wurde desinfiziert in eine andere Baracke. Die Mädchen, die auf diesem selben Kommando arbeiteten und die von uns nicht getrennt waren durch irgendeine Wand oder einen Zaun, wir können sich mit denen treffen, aber nicht reden, und selbstverständlich mit der Zeit fanden wir schon Gelegenheit, auch mit denen zu reden, auch auszutauschen, verschiedene Sachen. Meistens von den Lebensmitteln führten wir ihnen herüber, den Mädchen in den Mädchenbaracken, dass sie mit den Lebensmitteln überhaupt nichts zu tun hatten, nur mit den Kleidern. Das war immer verbunden mit einer großen Gefahr, weil auf diesem kleinen Kommando, wenn zum Beispiel auf einem anderen Kommando drei oder vier SS-Leute waren, sagen wir auf 50 Menschen, waren dort 10 bis 15. Und so, sie haben sehr aufgepasst, weil es waren dort auch sehr viele Wertsachen. Ja? Die Wertsachen wurden extra in einer Baracke wieder sortiert und in eine Kasse geschickt, und der SS-Mann holte das immer ab und wieder abtransportiert. Es waren große Summen, Geldsummen, und auch Brillanten und Ringe und Gold und alles, was die Leute mitbrachten auf diesen Kommando. Ich habe noch vergessen einen Teil auf dieses Kommando gekommen, habe ich gearbeitet auf ein Kommando, das angrenzend mit diesem Kommando gearbeitet hat. Die Deutsche Ausrüstungswerke, das war ein sehr großes Kommando, wo ich habe eine Zeit lang in einer
Tischlerwerkstatt gearbeitet. Das habe ich vorhin gesagt. Das war eigentlich dieser Grund, wo ich bin von Birkenau übergeschickt. Trotzdem, dass ich war in diesem Strafkommandolager, da wurde ich mit diesen in die deutsche Ausrüstungswerke jeden früh abkommandiert. Und dadurch wusste ich auch von diesem Kommando, dass nur mit einem Zaun getrennt war. Ich sah dort die Mädchen, die immer zu den Zaun kamen, dort und hin und da etwas, wenn der SS man nicht schaute, herüberwarfen. Ja. Was habt ihr dort in diesem Aufrüstungswerken gemacht? Dort hat man meistens gemacht Munitionskasten für Militär. Aber nicht als Tischler haben wir dort gearbeitet? Ja, es waren große Tischlerwerkstätte. Mhm. Dort hat meistens die Munitionskasten gearbeitet. Und wenn es war dieser Feldzug gegen in Norwegen, ja, wenn es war der Krieg in Norwegen, dann hat man dort Ski, was man hat von ganz Europa gesammelt und geführt, hat man sie dort weiß gemahlen und fürs Militär vorbereitet. Das waren sehr große Werkstätten. Das war auch ein verhältnismäßig gutes Kommando. Erstens, weil es waren dort sehr viele Leute. Und wo es waren viele Leute, war immer gut zu arbeiten, war leichter, sich von den SS-Leuten zu drücken. Zweitens, man hat gearbeitet drinnen in einem verhältnismäßig modernen Fabrik, ja, mit Maschinen, und so, dass dort war Winter warm und Sommer kühl, es war gut gebaut. Und die Arbeit an und für sich war nicht so anstrengend wie zum Beispiel auf dem Feld, die Feldarbeit oder bei einem Graben oder in irgendwo einen anderen Platz. Das war die Zeit, wo ich war. Jetzt in Kanada arbeiteten wir eine Zeit lang in Auschwitz, bis eines Tages wieder bekamen wir einen Befehl und wir wurden das ganze Kommando, dieses Mal nicht einzelne Leute, sondern alle Leute, die in diesem Kommando arbeiteten, in einem Block versperrt, in eine Quarantäne, und den nächsten Tag wieder in eine Sauna geschickt, wieder gewaschen und wieder diese Desinfektion, und nach Birkenau geschickt, wieder zurück nach Birkenau. Ja, Frage hier. Bis zu diesem Punkt, wo ihr als ganzes Kommando genommen wurde und nach Birkenau geschickt wurde, war es immer zufällig, wer in Kanada arbeitete? Teilweise, aber meistens waren dort schon die alte Häftlinge, die schon einen bestimmten Platz hatten, die schon die SS-Leute beim Namen nannten, ja, und die schon eigentlich wie Fachleute schon angesehen waren, sodass es war von diesen 150 Leute in Kanada, war circa, sagen wir, 50 Leute, die schon fest waren, und die anderen immer gelegentlich in diese Arbeit aufgenommen wurden. Aufgenommen, das heißt... Aber Sie sind die ganze Zeit immer... Von dieser Zeit, wo ich bin, wo ich habe so, wie sagen, Fuß gefasst in diesem Kommando, da hatte ich auch diesen Vorteil. Ich hatte dort einen in Kanada als ein Mädchen für alles Reparaturen gemacht. Ich habe den SS-Mann sein Motorrad repariert, die Fahrräder, ich habe irgendwas ist kaputt gegangen in ein Schloss oder so. Ich habe so eine kleine Werkstatt mir dort auf dem Platz organisiert, und ich habe in den Kommando an und für sich auch nicht mit den Paketen und mit den Sachen nichts zu tun gehabt, sodass ich habe ein abgesondertes Platz zwischen den Baracken gehabt, und ich habe dort, selbstständig gearbeitet. Ja, ich habe genug Sachen zu tun gehabt, weil es war doch ein großes Platz, war immer da in der Baracke etwas zu reparieren, dort ein Fenster, dort, wie ich schon sagte. Das, was ich nicht könnte machen, dann habe ich können, es waren dort, wie ich schon sagte, in die deutsche Ausrüstungswerke, das war ein Kommando angrenzend, sodass ich habe verlangt, ein Erlaubnis in das Kommando zu gehen, und das war möglich, mit der Erlaubnis von den Scharführer von diesem Kommando. Und dort in den Werkstätten jemand für eine Sache, die ich ihm brachte, da reparierte mir die Sachen, so dass... Also das haben Sie selbst organisiert? Ja, diese Werkstatt habe ich so selbst organisiert, und dadurch habe ich mir in diesem Kommando einen Platz geschaffen. Ja? Das war das Wichtigste, sonst könnte ich auch dort nicht bleiben, weil es war immer ein großer Kampf um den, wer in diesem Kommando bleibt, wenn man hat überhaupt reduziert. Das Kommando, wenn man hat zum Beispiel statt 100 Leute statt 150 Leute nur 100 Leute genommen, dann hat man immer diese neue von diesem Kommando.
gekuppelt. Wie ich schon früher sagte, wir wurden eines Tages das ganze Kommando nach Birkenau geschickt. Wann war das ungefähr? Das war ungefähr in September oder Oktober oder sogar November 42. Das war, sagen wir, eine Zeit, wo ich 3 Monate in diesem Stammlager war und dann wieder zurück nach Birkenau. Birkenau in dieser Zeit hat sich wieder geändert. Na, einen Moment, das war 3 Monate nachdem Sie im Stammlager waren oder 3 Monate nachdem Sie aus dem Block 11? Nein, das war circa 3 oder 4 Monate nachdem ich in den Stammlager war. Ja? Weil das diesen den Block 11 war ich circa die Hauptzeit und nur eine kurze Zeit in Kanada. Wenn ich habe früher gesagt, dass ich ein Jahr arbeitete, das habe ich schon früher auch, das habe ich schon inbegriffen, auch dass die Zeit, wo wir in Birkenau auch waren. Jetzt, das Kommando, das Aufräumungskommando war geteilt in 2 Schichten, die Nachtschichte und die Tagschichte. Die Nachtschichte hat die Leute, die ankamen, so wie wir sind damals angekommen, bei Nacht, bei der Rampe empfangen. Das heißt, was heißt das Empfangen? Die Leute kamen dann in den Waggonen von dem Transport, die wurden herausgetrieben, die Pakete wurden auf den Bahnsteig gelassen, die Leute wurden untergingen eine Selektion, wurden geschickt nach, ein Teil in den Gaskammern und ein Teil in diesem Lager, im Birkenau-Lager. Und die Pakete wurden geschickt dann in diesem Kommando, in diesem Kanada-Kommando, wurden auf große Lastwagen aufgeladen und dort in dieses Kommando, wo ich schon gesagt habe, wo ich in Kanada geschickt. Diese Nachtschicht war die ganze Zeit in Birkenau und wir waren mit denen überhaupt nicht in Kontakt, weil wir doch nur bei Tags arbeiteten und diese bei Nacht arbeiteten. Jetzt, wahrscheinlich aus welchen Gründen, weiß ich nicht, hat man wollen, dass dieses Kommando in einem Block unterbracht soll sein, in Birkenau, sodass nicht diese von der Nachtschicht wurden. Ich weiß nicht, ob es war wegen dem, dass zum Beispiel von dem Kommando von Birkenau war das näher ins Kommando, aber das war auch nicht. Das war, ich glaube, das war auch sogar weiter von Birkenau in diesen Arbeitsplatz in Kanada, wie von den Stammlager. Nachdem wie wir sind marschiert so früh, so weiß ich, das war auch, der Weg war viel länger von Birkenau. Aber jedenfalls, wir wurden in 42, so Ende 42, November oder Dezember, nach Birkenau versetzt. Und da kam wieder eine große Enttäuschung, Birkenau 42, auch Kanada, in diesem Block, wir wurden auf einen 19er Block versetzt, der damals schon in einen ganz neuen Lager war, nicht in diesem selben Lager, wo wir früher waren. Dieses Lager wurde das Ganze als Frauenlager umwendet, das was ich habe früher gesagt, wo wir ankamen. Und auf der anderen Seite wurde ein neues Lager gebaut und wo noch viel, viel Platz war für andere Lager. Und das Lager hieß das D-Lager oder das Männerlager, das später dann hieß, in einer Baracke unterbracht. Und die Baracken waren damals diese Stallbaracken, dieselbe Stallbaracken, wie wir haben in Majdanek gewohnt. Man hat in Majdanek aufgebaut. Und dort wurde das ganze Kommando, die Tagschichte und auch die Nachtschichte, unterbracht. Und dadurch konnten die Leute, die zum Beispiel in der Nachtschicht arbeiteten, manchmal in der Tagschicht arbeiten und manchmal nahm man das Kommando, was in der Tagschicht arbeitete, für die Transporte zu der Nachtschicht. So, das war schon nicht keine hundertprozentige Separierung von diesen zwei Schichten. So kam das, dass ich auch vielmal bei diesen Transporten, die ankamen, war, bei nachts, bei dieser Rampe. Das war immer so, wie wussten wir, dass ein Transport kommt, bei nachts. Da kam dieser Kapo rein mit einem großen Geschrei. Alle müssten in 5 Minuten angezogen draußen sein. Es war keine große Sache, nicht sich anzuziehen. Man hat nur die Schuhe angezogen. Meistens ist man geschlafen in diesem selben Kleider, was man ging im Tag. Und wir wurden auf ein Auto aufgeladen und wir gingen zu dieser Rampe. Dort warteten wir, bis dieser Zug ankam. Meistens dauerte es nicht lange. Es war eine große. Es waren dort sehr viele SS-Leute, weil man hatte die ganze Gegend dort abgesperrt und es kamen Autos mit Hauptscharführers und mit hohen Offizieren. Es waren dort sehr viele Hunde und es waren Reflektoren, die beleuchteten die ganze Rampe.
Und dann ging das ab so circa in dieser, wie ich habe schon früher gesagt, die Waggonen wurden geöffnet, die Leute kamen heraus, wussten nicht, wo sie ankamen, diese Reflektoren, die beleuchteten, sie wurden schnell separiert, Frauen extra mit Kindern und die Männer extra, und die wurden dann, es untergingen eine Selektion. Es waren große Lastwagen, und das wussten wir schon, dass diese Lastwagen eigentlich führten die Leute in den Gaskammern. Es wurden große, solche breite Stiegen zu den Lastwagen zugeschoben, ja? Und die Leute, die man hat für die Gaskammer bestimmt, gingen, fuhren ins Lager, und die anderen, die zu Fuß gingen, ja, gingen ins Lager. Das waren die Leute, die stark und gesund aussahen, und die meistens Männer und Frauen, junge Männer und junge Frauen, die wurden dann ins Lager geschickt. Die Leute selbstverständlich wussten das nicht, Leute, die kamen von Frankreich, von Holland, von Belgien, von ganz Europa, sodass jeder drängte sich zu diesen Lastwagen, da glaubte er, dass es ist nach dieser langen Fahrt ermüdend, dass er wenigstens fahren soll und nicht zu Fuß gehen. Sie sahen ganz auch weit die Lichter von diesem Lager, sodass jeder drängte sich, und wir bemühten sich sehr, wenn wir könnten, den Leuten sagen, sie sollen sich nicht zum Wagen drängen, aber die sahen uns an, gerade so wie die SS-Leute. Wir waren in gestreifte Anzüge angezogen mit diesen Mützen. Wir, wie soll ich sagen, wir rannten auf dieser ganzen Rampe. Wir sagten den Leuten, sie sollen die Pakete stehen lassen, sonst wurden sie geschlagen. Und wenn wir das nicht sagen, wurden wir geschlagen. Also die Leute schauten uns an als Kollaboranten, also sagen wir als deutsche Mitarbeiter. Die wussten nicht, dass erst später wussten sie, dass wir Häftlinge sind. Aber bei der Nacht, wenn jemand kommt an und sieht Leute in seiner Uniform, in seiner komischen Uniform, da gab er sich nicht, wusste er nicht, was vor wem er steht. So dass es waren vielmal sehr viele Tragödien dadurch, dass Leute, die schon die Selektion durchgingen und waren in der Reihe aufgestellt, um ins Lager zu gehen, da haben sich von dieser Reihe abgetrennt und schnell zu diesen Autos gegangen. Sie wussten selbstverständlich nicht, dass sie zum Tod fahren dadurch. In diese Transporte da, in dieser Zeit, wo ich war in Birkenau und in Kanada, sah ich sehr viele Transporte. Und zwischen denen auch, will ich sagen, kamen an diese tschechische Transporte, die in diese Familienlager geführt worden sind. Damals bekamen wir andere der Direktionen. Es waren damals, die Leute wurden alle ins Lager geführt, ins Familienlager, in der B-Lager. Selbstverständlich die Pakete und alles hat man denen auch abgenommen, aber die Behandlung auf der Rampe war sehr mild. Man hat sie nicht geschlagen, man hat sie nicht getrieben, hat gesagt, dass man soll sich Zeit nehmen mit den Leuten, sodass die Transporte waren meistens, sind ruhig abgelaufen. Die ärgsten Transporte waren selbstverständlich die Transporte, die von Polen gekommen sind, meistens von den Städten, die nahe zum Auschwitz waren. Die Leute wussten, wohin sie gehen, und sie waren misstrauisch zu jeder, zu jedem und zu jeder Sache, auch zu den Häftlingen, auch sie wollten nicht auf den Wagen klettern, sie wollten nicht zu Fuß gehen, es waren immer große Schlägereien bei diesen Transporten. Die Leute kamen auch an in einen anderen Zustand wie auch psychologisch und auch materiell in anderen Zustand wie die Leute von Frankreich oder Holland, die mit Pakete und mit Stöcke und mit den ganzen, mit alle Sachen ankamen dort auf diese Rampe. In Kanada, wie ich schon sagte, waren wir auf diesem Block unterbracht, und in Lager wurden wir als Prominente angesehen, dadurch, dass wie man sollte uns nicht, sagen wir, durchsuchen, oder wie man sollte nicht suchen, wenn das Kommando ins Lager zurückgekommen ist. Immer hat man einen großen Teil von den Sachen, was man hat von den Koffers herausgezogen oder bei der Arbeit herausgenommen, ins Lager geschmuggelt. Meistens ging es vor bei dieser Nachtschicht, weil bei Nacht die SS-Leute, die das Kommando wieder zurück ins Lager hereinführten, wussten, dass die Kanada von einem Transport kommt, und sie begnügten sich dadurch, dass der Kapo von Kanada denen Sachen gab, ob das waren Konservenbüchsen oder andere Sachen, die man hat von diesem Transport genommen, sodass sie überhaupt nicht suchten in den Kommando. So wurde ins Lager eine große Menge von
Sachen, die man hat überhaupt nicht bekommen können, wie Zahnpaste und Medikamente und Konserven und Getränke und Kleidungsstücke und warme Kleider und Socken und was man hat nur können bei so einem Transport ins Lager schmuggeln, hat man geschmuggelt. Selbstverständlich, das ging in Lager dann zwischen anderen Leuten. Ich kann mich erinnern, dass der Block von Kanada war ein Block, der den anderen Leuten, selbstverständlich, der hat einen Freund gehabt, der hat einen Vater gehabt, der hat jemanden gehabt, der nicht in dem Kommando war, und man hat diese Sachen übergeben denen. Und es ging auch ein Austauschgeschäft, und zum Beispiel die Häftlinge, die in Kanada arbeiteten, die waren satt, so dass sie die waren satt von dem Essen, was sie aßen auf dem Kommando, so dass sie diese Portionen, die sie bekamen ins Lager, auch weitergeben könnten. Und die waren auch besser angezogen, die könnten Sachen ins Lager schmuggeln, die man hat können dann für andere Sachen austauschen. Meistens war das für Schnaps, die polnische Arbeiter hereingeschmuggelt haben in Birkenau in dieser Zeit. Selbstverständlich hat man auch Gold und Geld und Sachen, die man hat bei diesem Kommando gefunden, die man hat in diesen Koffer beim Aufmachen geschmuggelt. Es war sehr gefährlich, ins Lager hereingeführt. Meistens, wenn das Kommando bei Tag ins Lager kam, hat man beim Tor immer das Kommando ausgezogen, in eine Sauna geführt, und trotz den allen hat man sehr viel ins Lager hereingeschmuggelt. Wie ich sagte schon, ich habe circa ein Jahr gearbeitet in dem Kommando, und durch dieses Jahr sehr, sehr viele Häftlinge gingen durch dieses Lager durch. Es wurden links und rechts und überall, wo das Auge hinsah, wurden neue Lager gebaut. Es kamen an Zigeunertransporte in ein angrenzendes Lager, es wurde ein Krankenbaulager gebaut, es wurde ein Quarantänenlager gebaut. Und das Lager wuchs immer größer und größer, und in dieser selben Zeit wurden auch die Krematoriums gebaut. Wie ich schon früher sagte, in Birkenau, wenn wir ankamen, waren kein Krematorium noch da. Später, wenn wir von Auschwitz nach Birkenau geschickt wurden, dann fing man an, die Krematorien zu bauen. Die waren nummeriert, das war Krematorium 2, 3 und 4 in Birkenau. Weil das Krematorium 1 war in Auschwitz, das war verhältnismäßig ein kleines Krematorium. Das Krematorium 2 war das größte Krematorium, und das Krematorium 3 und 4 waren kleinere Komplexe, kleinere Gebäude. Später, wenn dann die ungarischen Transporte ankamen, dann genügten sogar nicht die Krematorien, was man hat gebaut, und man hat wieder gebrannt in offenen Gruben, die man hat ausgehoben, und man hat die Leichen einfach in offenen Gruben, in offenen Feuer verbrannt, die von den Gaskammern kamen. In dieser Zeit war ich schon ein alter Häftling, wie man sagt, ich wusste schon alle Raffinesse von diesem Lagerleben, ich wusste, wie sich zu drücken, ich hatte schon damals die Möglichkeit, sogar mir wählen, wenn ich wollte, auf ein Kommando zu gehen, können bestechen irgendein Kapo, um mit irgendeinem Kommando anderen herauszugehen oder in Lager zu bleiben, wenn ich mich nicht wohl fühlte und so weiter. Und in dieser selben Zeit haben wir auch wir besuchten damals eine Baracke, die man hat einen Holzhof genannt. Dort war eine Schmiede in diesem D-Lager, dort war eine Schmiede. Und ich wusste mich erst später, dass die Leute, die in diesem Kommando arbeiteten, auch für die Untergrundbewegung tätig waren in Auschwitz. Selbstverständlich, die Sachen, was wir haben von Kanada geschmuggelt ins Lager, ja, kamen auch in diese Baracke an, und wir helfen dadurch, ja, wir helfen dadurch, wir helfen dadurch den der Untergrundbewegung, ohne den, dass wir wussten davon. Später, erst nach der Befreiung, wusste ich mich, dass einer von meinen Vorarbeitern, der später dann geflüchtet ist, auch von Auschwitz, in Kanada, der Vorarbeiter,
einer von den Führern der Untergrundbewegung in Birkenau war. Ich kann mich leider nicht seines Namens entsinnen, aber er ist, ich glaube, noch heute in Polen tätig. Wie ich sagte, schon nach dieser Zeit, nach circa ein Jahr, wurde Kanada schon auch ein sehr gefährliches Kommando. Was wollte ich sagen, dadurch sehr gefährlich. Die Häftlinge waren schon mehr oder weniger fest in diesem Kommando. Und es gingen verschiedene Gerüchte, dass dadurch, dass wir so viel sahen und so viel wussten und so viel so nahe an dieser Vernichtungsmaschine waren, oder da, dass wir bei der Liquidation des Lagers auch liquidiert werden. Und das war schon circa 43, Mitte 43. Und da war schon irgendeine Bewegung, um diese, auch Leute, die in Kanada arbeiteten, wollten schon von diesem Kommando sich frei machen. Es war nicht so einfach, weil, wie ich schon früher sagte, die Leute waren schon zu bekannt. Man könnte, die SS-Leute könnten sich schon per Namen und sie könnten sich fragen, warum zum Beispiel der und der heute nicht gekommen ist, oder warum, was ist passiert mit denen und denen. Und sie könnten im Lager nachfragen und so weiter. Es war keine Möglichkeit, nicht von dem Kommando herauszubekommen. Ich habe mich damals gesorgt, ich habe einen Freund in Kanada gehabt und ich hatte mich damals befasst mit Gedanken, um zu flüchten. Es ist immer so, dass wenn der Mensch satt ist und wenn er schon seine, wie man sagen, materielle Lage sich ein bisschen verbessert, dann wahrscheinlich will er auch die geistliche Seite will er sich verbessern. Und das war nur eine Möglichkeit, um zu flüchten von Auschwitz. Die Beispiele, die wir hatten, die ganze Zeit, waren nicht so nicht ermunternd. Der war nicht ermunternd, weil von Auschwitz sind sehr wenig Leute geflüchtet, die man hat dann auch nicht gefangen und nicht öffentlich aufgehängt. Und ich habe sehr viel solche öffentliche Exekutionen beigemacht. Aber jedenfalls, keiner, wenn er hat flüchten wollen, hat er sich nicht, hat er auf das nicht gedacht, dass man wird ihn auch fangen und aufhängen. Jedenfalls, mein Freund war wahrscheinlich viel nüchtern, war auch älter von mir und er hat mich immer abgeredet von diesem Fluchtversuch. Trotzdem habe ich versucht, sich kontaktieren mit einem russischen Kommando. Das waren russische Gefangene, die mehr oder weniger ohne Aufsicht arbeiteten in Auschwitz. Die wohnten nicht zusammen mit uns in demselben Lager. Die hatten ein separates Lager und ich hörte, dass die arbeiteten in sogenannten Kiesgruben und die bauten solche Bunkers, wo man hat können 3 Tage in diesem Bunker bleiben und nach den 3 Tagen, dann hat man die große Postenkette abgezogen. Das war so, wenn ein Häftling geflüchtet ist, man hat den Appell gezählt und man hat gefunden, dass es fehlt jemand, jeden Abend hat man einen Appell gemacht, fehlt jemand, hat alles stehen geblieben, das ganze Lager und man hat gemolken und wenn man hat gefunden, dass er nirgends da ist, ist die Sirene losgegangen und die große Postenkette, die über den ganzen Lager auf den Arbeitsplätzen eingezogen war, die blieb 3 Tage stehen. Nur wenn nach 3 Tagen hat man diesen Häftling nicht gefunden, und das war sehr selten, weil man hat mit Hunden gesucht und mit bei Nacht und bei Tag, und das war nicht eine große Fläche, dass man sie nicht durchsuchen könnte, erst nach den 3 Tagen hat man die große Postkette abgezogen. Das heißt, man hat gewusst, dass dieser Häftling ist ihm schon gelungen, diese große Postenkette irgendwie durchzukommen und dass ihm schon nichts zu suchen in diesem Platz ist. So dass wenn ein Häftling sich einen Platz finden könnte, wo er 3 Tage blieb, ohne den, dass man ihn gefunden hat, war schon irgendeine Möglichkeit, bei Nacht sich von von Auschwitz irgendwo weiterzukommen. Meistens waren das russische Gefangene, denen das gelang, weil die einen Kontakt gleich auffingen, wenn sie in den nächsten Wäldern rings um Auschwitz unterkamen mit Partisanen und so weiter.
Den jüdischen Häftlingen ging es meistens so, dass die eine Zeit lang sich irgendwo in einem Wald versteckten und so weiter, dann auf eine Patrouille oder auf eine feindliche Partisanergruppe stießen, die sie dann den Deutschen übergab. Ich will dabei sagen, dass die polnische Partisaner in diesen Gegenden nicht mit den Häftlingen von Auschwitz, die geflüchtet sind, kollaboriert haben. So dass, wie ich will dazu zurückkommen, dass noch, wenn ich war in Kanada, ja, in 1943, habe ich versucht... Einen Moment, bevor wir weitergehen. Gibt es so einen Fakt, dass polnische Partisanen jüdische Gefangene aus Auschwitz den Deutschen wieder in die Hände gespielt haben? Ja, es waren auch mehrere solche Fälle. Ich weiß keinen bestimmten Fall nicht. Ich weiß nur zum Beispiel von einem, der ins Lager nach einer langen Zeit, er traf Leute in Wald, die sich als Partisaner ausgaben, und die sagten ihm, dass sie wollen sich mit ihm den nächsten Tag treffen auf einem bestimmten Platz. Wenn er auf diesen Platz kam, ja, dann fiel er in den Händen den Deutschen. Er wurde dann zurück ins Lager geführt. Er war eine Zeit lang in Strafkommando und er wurde dann nach einer Zeit gehungen. Das ging immer so, dass wenn man hat den Häftling nach der Flucht ins Lager gebracht und wenn man hat ihn nicht auf dem Weg totgeschossen, so hat man ihn ins Strafkommando hereingesetzt und seine Papiere, ja, gingen nach Berlin. Es dauerte manchmal auch einen Monat oder zwei, bis wieder er beim Appell vorgerufen wurde und dann vor der Küche. Wir wussten es dadurch, dass wenn das Kommando zurück ins Lager kam, da standen schon vor der Küche zwei Galgen oder drei Galgen und da wurden die Häftlinge nach dem Appell zusammengerufen und offiziell gehungen. Man hat immer vorgelesen den Urteil mit einem Hauptscharführer, irgendeinem hohen Offizier, und das ging so vor, dass man einen Tisch hingestellt, auf den Tisch hat man diesen Häftling, das waren keine automatischen Galgen, so wie in Auschwitz, nicht so elegant, das war provisorisch mehr gemacht, und dann ein anderer Häftling hat wieder meistens ein deutscher Häftling oder ein polnischer Häftling, diesen Tisch von den Füßen gezogen, und so hat man die Leute gehungen. Das war in Birkenau. Und in dieser Zeit, wenn ich war in Auschwitz, ja, so wie ich schon sagte, dann besuchte ich dieses Kommando und wollte von den Russen so einen Bunker kaufen. Der Bunker musste haben Bedingungen, und er sollte gut sein. Das heißt, man sollte können dort 3 Tage auch leben bleiben können. Es war meistens eine Grube, die 3 oder 4 Meter tief war und wo man hat zwei Röhre hereingesteckt, um es soll eine Luftzirkulation sein. Man hat in diese Grube sich vorbereitet, Essen für 3 Tage, und dort blieb man die 3 Tage, so wie ich schon früher sagte, um die Posten gedacht sind. Es gelang mir nicht dadurch, weil die Russen, was dort arbeiteten, zeigten mir 2 oder 3 solche Bunkers, ich ging dort herunter in diese Bunker. Das war alles bei der Arbeit, ja. Das hat sich alles abgetan bei der Arbeit in der großen Postenkette. Das waren geheime Bunker? Ja, bestimmt. Das waren geheime Bunker. Die Russen gemacht hatten, um zu flüchten? Die Russen gemacht haben, um zu flüchten. Aber die verkauften sie für Geld oder für Goldsachen oder für irgendwelche Sachen, die man hat. Schon wie die ins Lager kamen, habe ich schon gesagt, durch Kanada oder durch polnische Arbeiter und so weiter. So dass ich könnte nicht einen Bunker bekommen, der uns auch entsprechen möchte mit diesem Freund, so dass ich wollte nicht einfach dort ersticken in diesen Gruben, so dass ich bin von Auschwitz nicht geflüchtet. Das, was ich erzähle, das war circa mitten 43, ja. Ende 43 kam eines Tages ein Befehl, dass ganz Kanada, das ganze Kommando in einen ganz neuen Lager überführt werden soll. Ein separates Lager, wo nur das Kommando sein soll. Das Lager hieß Brzezinki, das war ganz nahe an den Krematorien. Und dort sollten überführt werden jetzt alle Arbeiter. Das alte Kommando auf Kanada, was war zwischen Birkenau und zwischen Auschwitz, wurde liquidiert und alle Pakete und alles wurden überführt in das neue Kommando in Birkenau. Gleich nach diesem Kommando waren nur die Sauna und die Krematorien.
die angrenzend an, waren. Von einer Seite das Krematorium 2 und dann das 3 und 4. Und hinter denen war schon ein Wald. Und das Wald hieß Brzezinki. Und für den hat man auch das Kommando genannt. Hat das eine Bedeutung? Nein, das ist nach den Bäumen. Brzeza, das ist eine, ich weiß nicht, ob es eine Fichte, irgendeine Baumart. So eine weiße Rinde. Birke, ja. Na, Birken auch, ja. Na, Birken, ja. Also das war so eine Birkenallee, oder Brzezinki, was sie das nannten. Selbstverständlich in diesem Kommando wurden die Leute wieder ganz separat, ganz Kanada überführt, auch die Tagschicht, auch die Nachtschicht. Und nicht nur, dass sie wurden separat gehalten in einem separaten Block, so wie zum Beispiel wir waren in diesem Männerlager. Und da war schon, wie ich schon früher sagte, eine Möglichkeit, Sachen zu schmuggeln zwischen sich. So, das Lager war dort ganz separiert. Und die Leute von den Lager, zu dieser Nachtschicht auf die Rampe gingen. In dieser Zeit war schon die Rampe überführt, auch von Birkenau, inmitten von zwischen den Lagern, so ganz nahe zu dem Krematorium. Zum Beispiel, wenn der Zug ankam, die Lokomotive stand, sagen wir, 50 oder 60 Meter von dem Krematorium 2. Das heißt, die Leute hatten nicht weit zu gehen, man hat schon nicht mit den Wagen geführt. Die Pakete hat man auch gleich können dort in diese Brzezinki überführen, sodass sie haben das, wie soll ich sagen, mehr organisiert, alles mehr konzentriert in diesen Platz dort in Birkenau. Ich habe damals versucht, wie ich schon früher sagte, loszuwerden, das Kommando. Nicht von dem Standpunkt, weil ich vielleicht Angst hatte, wegen dem, dass man hat gesagt, die Leute, was auf Brzezinki gehen, die kommen schon auch mehr nicht heraus. Die waren schon dort ganz nahe an das Sonderkommando unterbracht und sie sagten, dass das Sonderkommando und die Leute von Kanada werden vergast und werden neue Leute statt denen wieder in die Arbeit gesetzt. Das alles, was ich erzähle, war in der Zeit, wo diese sehr viele Transporte von den ungarischen Juden ankamen und wie wir sagen, leider die größte Konjunktur in Birkenau war. Die Krematorien arbeiteten Tag und Nacht und trotzdem wurden Haufen und Haufen von Leichen aufgestapelt bei diesem Kommando Brzezinki, draußen hinter den Krematorien, sodass die Leute, die neuen Leute, was ankamen, ins Krematorium nicht sahen, die Leichen. Auch große Feier bei Nacht wurden gebrannt in diesen offenen Gruben, die nicht weit von diesem Lager waren, von dem Brzezinki. Und das war wahrscheinlich die schwerste Zeit, damals hat man die ganze Hoffnung verloren, dass man auch lebend von diesem Lager einmal herauskommen kann. Auch die größten Optimisten sagen, das sind die letzten Tage in Pompeji, weil die Krematorien haben gebrannt Tag und Nacht. Es war eine Flamme, eine große Flamme, das war überhaupt ein starker Rauch auf dem ganzen Lager und dieses offenes Feuer. Und es war überhaupt keine Hoffnung, nicht, dass es sich etwas ändert, trotzdem, dass wir haben gehofft, der Krieg wird sich enden. Wir werden ein Teil, die Leute, die noch geblieben sind, auch frei werden. In dieser Zeit war auch ein Versuch, die Krematorium zu sprengen. Die Leute, die in Sonderkommando arbeiteten, haben den Kommandeur von dem Krematorium 2 totgeschlagen und auch 3 und 4 und wollten flüchten. Aber es war wahrscheinlich dadurch, dass es war schlecht organisiert, die Leute waren nicht gut zusammengespielt, sodass die Deutschen haben das gleich gefasst, die Sirene hat gleich geblasen und hat eine große Postenkette umworfen und man hat die meisten von diesen Leuten wieder eingefangen. Die meisten Leute hat man totgeschossen auf den Weg und die, was man hat ins Lager gebracht, hat man dann später gehungen, so wie ich habe schon früher gesagt. So dass außerdem, dass man hat ein paar SS-Leute totgeschlagen und dass man hat einen Teilschaden den Krematorium angetan, in Krematorium 2 und die Kapos von diesem Krematorium, die sehr Achzarim, die sehr brutal waren, das waren meistens entweder deutsche oder polnische Häftlinge, die als Berufsverbrecher dort waren im Lager. So, die hat man in den Ofen hereingeschmissen, der Personal von diesem Sonderkommando. Aber es war ein Desaster. Desaster? Ja, es war ein Desaster. Die ganze, Aufstand. Dieser ganze Aufstand, ja. Ich habe mich dann später gewusst, dass ein Teil Leute trotzdem geflüchtet sind, aber ich glaube, dass nur einzelne, denen gelungen ist, durch diese
ganze große Postenkette sich da irgendwie durchzuschmuggeln und am Leben zu bleiben und noch irgendwo einen Kontakt zu finden mit den Polen, mit den polnischen Untergrundbewegungen. Es waren auch Häftlinge, die geflüchtet sind von Auschwitz, aber das waren meistens Polen, meistens Leute, die eine Verbindung gehabt haben mit der Untergrundbewegung. Aber ohne eine Hilfe von draußen war unmöglich, von diesem Komplex von Birkenau zu flüchten. Ja, wie ich schon früher sagte, ich wollte von diesem Kommando herausgehen. Und es gelang mir durch einen ganz gewöhnlichen Trick, dass ich ein paar Tage ins Lager blieb. Und ich habe schon früher gesagt, dass es war möglich, dadurch, dass ich als ein alter Häftling, ja, und das ging so, dass, was war ein alter Häftling? Ein alter Häftling war der, der eine niedrige Nummer tätowierte gehabt hat und trotzdem noch am Leben blieb, sodass er schon irgendwelche Privilegien bei den Kapos, bei den Blockheldtestern gehabt hat, dadurch, dass er eigentlich ein bekanntes Gesicht war, und das hat schon Bekannte gehabt, dort und da und überall. Sogar SS-Leute könnten schon diesen Häftling. Ich habe noch nicht erzählt von diesen Selektionen, die dort waren und wie viele von den Häftlingen immer in die Gaskammer von den Lager geführt waren. Aber so wie ich schon früher sagte, Kanada war gut genährt und gut angezogen und hat verhältnismäßig gute bessere Verhältnisse, so dass bei den Selektionen auch sehr wenig oder überhaupt keiner von Kanada selektiert wurde. Es gelang mir dadurch, dass in diesen Tagen wurde das Kommando, gerade wo ich so in Lager blieb und ausnützte diese Privilegien, dass ich könnte mich drücken von Arbeit und sich in den so wie diesen Holzhof dort verstecken oder den Krankenbau oder bei den Zahnarzt oder in irgendeine Baracke, wo ich Bekannte hatte, dadurch, dass ich denen immer etwas brachte von Kanada und so weiter. In dieser Zeit wurde das Kommando nach Brzezinki überführt und ich blieb in diesem D-Lager. Alle meine Freunde und das ganze Kommando, was wir waren zusammen, wurde nach Brzezinki überführt. Selbstverständlich suchte ich ein anderes Kommando, das entsprechen soll, schon diesen Stand, wo ich damals war, das heißt nicht ein Kommando, wo ich, sagen wir, ein Kartoffelkommando oder Grabenbau oder Barackenbau, sondern irgendein Kommando, wo ich drinnen arbeiten könnte. Und da suchte ich mir aus ein Kommando, den Kapo könnte ich, das Kommando hieß Bauleitungskommando. Und dort wurden Reparationen von Schaufeln und Werkzeuge unternommen. Und es waren überhaupt Werkstätte, wo man hat gearbeitet. Der zweite Vorteil von diesem Kommando war, dass die Leute von dem Kommando könnten sich in dieser großen Postenkette frei bewegen. Die hatten einen Ausweis, da sie den Zaun auch reparierten, nicht diesen elektrischen Zaun, weil er nicht zukommen, aber außer den elektrischen Zaun war noch ein Zaun, der vor den elektrischen Zaun war. Und da waren immer dadurch, dass irgendein Pfeil von Regen oder von Wasser rausgefallen ist, da sind wir immer gegangen ringsherum des Lagers und der Lager, überall durch den ganzen Lager. Und man hat dadurch, durch diese freie Bewegung könnten wir besuchen, zum Beispiel damals gelang es mir in diesen tschechischen Lager, ins Familienlager reinzukommen und sich dort treffen mit Leuten, die ich Sachen gebracht habe und andere Sachen geholfen habe, denen zu bringen, ein paar Schuhe oder die ich habe von Kanada bekommen können. Und ich werde dann später dann zurückkommen. Mit der Zeit hat sich das wieder stabilisiert und das Brzezinki-Kommando war gerade so wie ein anderes Lager. Hat in den Lager auch hereinkommen können und gerade da ich in diesem Bauleitungsmagazin gearbeitet habe und habe eine Rollwaage, so einen Wagen, gemacht in dem Bauleitungsmagazin mit einem doppelten Boden, habe ich können von diesem Brzezinki-Kommando, da ich alle die Arbeiter dort meine Freunde waren, Sachen herausschmuggeln und in anderen Lager wieder, so dass ich habe dort in den tschechischen Lager Bekannte gehabt und Sachen denen wieder hereingeschmuggelt in diesen tschechischen Lager. Und zwar das sehr merkwürdig, dass man hat dieses Familienlager so Männer und Frauen zusammengelassen, trotzdem, dass sie in Baracken geteilt waren. Man hat denen die Haare nicht geschoren, die gingen nicht aufs Kommando. Selbstverständlich, wir wussten nicht, dass diese Leute dann nach einem halben Jahr
alle ins Krematorium geschickt wurden. In dieser Zeit hat man angefangen zu bauen ein anderes Lager, das B3 hieß, und dort kamen an die selektierten Leute von den ungarischen Transporten, ja, meistens Frauen in den B-Lager. Und dass ich in diesem Bauleitungskommando war, konnte ich mich auch dort bewegen und hatte mehr oder weniger eine Bewegungsfreiheit in dieser großen Postenkette. Und das gab mir wieder verschiedene Möglichkeiten, um sich zu sorgen, um zu flüchten können. Und da habe ich mir die große Postenkette immer von nahe angeschaut. Und ich wusste schon gerade, wo man könnte, wo irgendeine Lücke zu finden. Und ich habe mein ganzes, wie soll ich sagen, meine ganze Gedanken den angewendet, mit meinem Freund zusammen, der mit mir zusammengearbeitet hatte in diesem Bauleitungsmagazin, um sich irgendwo auf eine Flucht vorzubereiten. Anfang, das war 43, Anfang 44 bis Mitte 44 arbeitete ich in diesem Bauleitungskommando, und damals fing man schon an, von denen zu reden, dass man Auschwitz evakuieren wird. Wir wussten dadurch, einen Moment, ja. Wenn ich unterbreche, hier würde ich gerne einige Fragen stellen. Ja. Zuerst diesen Wagen. Sie sagen, Sie bauten sich einen Wagen mit einem doppelten Boden. Ja. Wie kam es dazu? Ja? Das kam so, wie ich schon früher sagte, die Kommandos an und für sich waren nur bewacht von draußen. In der großen Postenkette waren Türme und dort waren die Wächter. Jedes Kommando hat seinen SS-Mann gehabt, der selbstverständlich nicht überall sein könnte. Der kam mittags, um die Leute zu zählen, der kam die Suppe auszuteilen und so weiter. Aber es war nicht eine personelle Aufsicht auf jeden. Und da das Werkstätte waren und ich damals dort als Fachmann arbeitete, so ich baute diesen Wagen für bestimmte Zwecke. Das heißt, wir haben Schaufeln und Werkzeuge geführt von Lager zum Lager, zum anderen Lager. Und da ich einen Erfindungsgeist gehabt habe, habe ich einen doppelten Boden speziell für den gebaut, da ich wusste, dass ich in diesen Jessinki-Lager rein mit Werkzeuge hereinfahren kann und auch herausfahren kann. Da habe ich mich, das speziell für den gebaut. Selbstverständlich, eines Tages kam es doch zum, kam es heraus, dass es ein doppelter Bogen, und diese Rollwaage wurde dann zertrümmert auch. Ich war glücklicherweise nicht dabei, sonst möchte man mich auch tot geschlagen, wenn ich dabei wäre. Jedenfalls, irgendein SS-Mann ist draufgekommen, dass diese Rollwaage einen doppelten Boden hatte. Man hat sich nicht erkundigt, wer das gemacht hat? Nein, das war in Lager hat man verschiedene Sachen gemacht. Man hat Werkzeuge gemacht. Nein, aber wer diesen doppelten Boden gebaut hat, hat man den Nein, das war so, dass meistens die SS-Leute, die in Lager waren, von den allen Sachen mehr oder weniger wussten, von den allen Schmugglern und auch von denen profitierten. Die SS-Leute, die als Wächter die niedrige Rangstufe hatten, sagen wir bis zum, ich weiß nicht, wie die Stufen schon gehen, aber jedenfalls, die waren gerade so wie jeder einfache Soldat. Die hatten nicht genug Zigaretten, die hatten nicht genug Essen, die hatten nicht, sagen wir, Seife oder irgend so, dass wenn die bekamen etwas von einem Häftling, ja, man könnte sie auch bestechen. Man könnte diese Leute bestechen. Meistens wurden sie auch bestecht, wie ich schon sagte, früher durch Kanada, dass zum Beispiel bei Nacht ein Kommando reinkam. Die Leute wussten schon, der SS-Mann wusste, dass wenn er das Kommando durchlässt, dann bekommt er das und das und so weiter. Das war schon abgemacht zwischen den Kapos. Und auch mit dieser doppelten Rollwaage, ja, wenn ich etwas herausgeschmuggelt von Brzezinki, dann war es nicht für mich, habe ich auch diesen Kapo von dem Kommando gegeben und den Vorarbeiter, und die Vorarbeiter haben gegeben den SS-Leuten, und die SS-Leute haben sich zwischen sich geteilt, sodass es war eine Sotgaloje, kann man sagen. Ein offenes Geheimnis. Es war ein offenes Geheimnis, das gehörte zu diesem Lagerleben. Ja. Sodass, wenn man diesen Rollwagen gefasst, war das nicht, wenn man möchte, dass selbstverständlich den Behörden übergeben, den hohen Behörden lagert, selbstverständlich möchte man geforscht, wer das gemacht hat, wo das, weil, um die Wahrheit zu sagen, man hat meistens in diese Rollwaage mit dem doppelten Boden meistens Zivilanzüge geschmuggelt. Und das war vielleicht gefährlicher wie jede andere Sache, wie Essen waren, sogar wie Gold. Weil ein Zivilanzug hat schon an und für sich den Verdacht für eine Flucht erweckt.
warum gerade ein Zivilanzug und von woher? Ich habe schon früher gesagt, dass Brzezinki das Lager, das Aufräumungskommando waren. Diese Anzüge alle und Kleidung auch dort waren. Alle Häftlinge gingen in Sträflingskleider. Jetzt in dieser großen Postenkette arbeiteten auch polnische Arbeiter. Die polnischen Arbeiter machten verschiedene Geschäfte mit den Häftlingen. Meistens, was sie könnten kaufen von den Häftlingen, wie ich schon früher sagte, gegen Schnaps oder gegen Wurst oder gegen irgendwelche Sachen, die man im Lager nicht hatte, war ein Anzug, ein Zivilanzug. Selbstverständlich, wenn die Deutschen möchten, fangen den Anzug, möchten sie nicht geglaubt, dass das ist für einen, für Geschäft, sondern das ist für einen, für die Flucht. Und es wurde auch für Flucht sehr benutzt. Die Leute, die flüchten wollten, mussten sich auch mit einem Zivilanzug oder mit einer Zivilankleidung besorgen. Heute kann ich mich, wenn ich mich zurücksinne auf den, war das eine sehr gefährliche Sache. Wurde ich einmal nur gefasst, bei dieser Sache möchte ich mehr nicht geleben, weil das war die strengste Sache, war die eine Schmuggelfall. In dieser Schmugglereigeschichte haben Sie die Sachen weitergegeben? Das heißt, kamen die Leute an Sie heran, bringen mir einen Anzug oder? Es war so. Später, wenn ich war schon in diesem Bauleitungskommando, hatte ich schon sogar einen gleichen, wie soll ich sagen, einen direkten Beziehung zu dieser polnischen Arbeit. Und das ging meistens so vor, dass der polnische Arbeiter kam und sagte, ich will haben eine Jacke. Was gibst du für diese Jacke? Ich bringe dir, sagen wir, eine Flasche Wodka. Ja? Und dann hat man gehandelt, zwei Flaschen Wodka oder eine Flasche Wodka. Das hat sich noch nicht mit denen geendet, weil die Wodka hat man müssen auch ins Lager wieder schmuggeln, wenn man hat wollen. Und auf dem Kommando hat sie nicht gehört. Das war auch eine schwierige Sache. Jetzt, dann hat man diese Jacke gebracht, irgend auf einen Platz versteckt. Und der polnische Arbeiter hat diese Wodka gebracht und irgendeinen Platz versteckt. Und so hat man diese Austauschgeschäfte gemacht, die nicht immer sehr glatt durchgingen. Vielmal nahmen diese polnische Arbeiter die Sachen und gaben gar nichts dafür. Und man hat auch können gar nichts machen, hat nicht können den Leuten nicht angeben und so weiter. Aber meistens ging diese, sogar die SS-Leute und die, was auf diese Kommandos arbeiteten, Bauleitungskommando und bei dem Bauen von diesen Baracken und die alle sich in dieser Postenkette frei bewegten, wussten von diesen Geschäften. Und es kam auch vielmal vor, dass irgendein SS-Mann oder ein Wächter ein Vermittler war von dieser Schmugglerei. Ja, und es waren viele solche, die Vermittler. Selbstverständlich machten sie das gegen den Wissen von den SS-Behörden, so wie wir machten das gegen den Wissen von den Lagerbehörden. Ja. Also diese ganze Sache war illegal und illegal. Was haben Sie jetzt mit diesem ganzen Material gemacht, was Sie als Tauschware bekamen? Meistens ging das alles zum Essen. Das Leben im Lager hat sich begrenzt auf zwei Sachen. Nur auf Essen und wieder auf Essen und auf Essen. Sodass die Kleidung an und für sich, wenn schon jemand hat irgendeine Kleidung gehabt, spielte nicht keine Rolle, so eine große Rolle wie das Essen. Das Essen, das war eine Hauptsache. Jetzt, wenn ein Häftling schon in einer Lage war, dass er könnte irgendwie durch Schmuggeln sich seine Lage verbessern, ja, dann war das Lageressen schon für ihn nicht gut, war es überhaupt nicht das Lageressen. Aber er wollte sich es verbessern mit einem Stück Wurst oder mit irgendeine Zutaten, die man hat im Lager nicht bekommen, ein Gewürz, ein Obst oder ein Stückchen Gemüse oder zum Beispiel Zwiebel, das war eine sehr große Rarität in Lager. Das war manchmal sehr komisch und ich werde vielleicht später dazu kommen, dass man hat für ein Zwiebellein zum Beispiel ein Goldstück gegeben oder sowas ähnliches, ja? Oder für ein Paket von Zwiebeln ein Goldstück gegeben oder man hat ein Kleidungsstück gegeben für einen halben Würfel von Margarine oder für ein Brot. Alles, was mit Essen zu tun hatte, das war, um den hat sich das ganze Schmuggeln gedreht. Das, was ich erzählte über den, was man hat, Wodka und Sachen, das war meistens, um zu bestechen, die Kapos. Und meistens nicht die jüdische Kapos, sondern die Kapos von, die polnische und die deutsche Kapos, um sich dadurch irgendeine Erleichterung in Lager zu schaffen. Ich weiß nicht, sagen wir, sich dort nicht zu diesem Kommando herausgehen müssen oder wenn man blieb im Lager, dass man den nicht gleich in eine Steingrube oder in ein Strafkommando schickte und so weiter. Ja? Da jetzt noch eine Frage.
Diese Schmuggler haben die dann auch wieder aus eigener Initiative gemacht oder hat es einer Gruppe gemacht oder? Nein, jeder hat es aus eigener Initiative gemacht, aber meistens waren zwei oder drei Freunde, weil man hat müssen irgendeinen einen Kumpanen dazu haben, wenn zum Beispiel es gekommen zu einer Untersuchung, dass man hat irgendwie können manipulieren. Meistens waren das zwei oder drei, es waren Gruppen in zwei oder drei Leute, die das unternommen. Es war ein sehr gefährliches Unternehmen und dadurch sind ins Lager Mappen und Kompasse und Sachen hereingekommen, die andersweise nicht ins Lager können. Sind durch Sie... Das ist das. Ich war damals bekannt als Länder, ich habe keine Angst gehabt, um Sachen ins Lager zu schmuggeln und ich habe damals auch nicht einmal eine Mappe von einem polnischen Arbeiter bekommen und ins Lager geschmuggelt, einmal ein Kompass und manchmal eine Landkarte von der Umgebung. Und so, dass ich mehr oder weniger wusste, wo wir sind. Die meisten Häftlinge wussten überhaupt nicht, was die topografische Lage des Lagers war. Jetzt diese Landkarten und Kompasse, haben Sie das auch wieder aus eigener Initiative gemacht oder hat man das bei Ihnen? Das war so. Jetzt weiß ich erst nach dieser Zeit, dass man das haben Leute von mir verlangt, ja, von denen ich wollte Shehanira City et Tobatam. Von denen ich auch etwas wollte, waren das meistens Vorarbeiter und Unterkapos, zwischen denen auch Leute, die dann später geflüchtet sind, ja, Blockältester oder Blockschreiber, meistens prominente Häftlinge, die das forciert haben, ja, du bringst mir das und das und du bekommst das und das für den, ja, oder du kannst auf den Block bleiben eine Woche oder und so weiter. Das heißt, es war irgendeine Gegenleistung von den prominenten Häftlingen, die verlangt haben. Selbstverständlich in dieser Zeit, wo ich mich mit Fluchtversuch beschäftigt, ja, habe ich auf meine eigene Initiative die Sachen gebracht. Aber die erste Initiative kam meistens von Leuten von draußen. Da war ich noch ein Kind und ich wusste nicht, ich war damals 16 Jahre alt. Ich wusste nicht, wie gefährlich das ist, so dass ich habe keine Angst gehabt. Haben dadurch die Leute gefragt, für was braucht ihr das, oder? Wer zum Beispiel? Wenn bei Ihnen jemand eine Landkarte oder Kompass bestellt hat, haben die Leute gefragt? Wir wussten das, für was das ist. Das war meistens für Flucht. Und ich will auch sagen, dass wenn ich geflüchtet bin, dann später von Stutthof, hatte ich mit sich eine Landkarte, eine polnische Landkarte, ich hatte einen guten Kompass mit sich und ich hatte Goldstücke, die ich habe nicht nur durch Auschwitz, die habe in Auschwitz ins Lager geschmuggelt, von Auschwitz dann nach Transport in Stutthof und von Stutthof die ganze Zeit in Stutthof behalten und noch, wenn wir sind, von Stutthof geflüchtet. Ja, aber da kommen wir später dazu. Das ist jetzt zu diesem Wagen. Danach würde ich gerne noch so weit wie sich im Zusammenhang damit erinnern, alles wissen, was mit dieser Untergrundbewegung, wie weit sie damit irgendwelche Verbindungen hatten. Es scheint mir, dass sie keine direkte Verbindung damit hatten. Nein, nicht bewusst. Später erfahren. Ja, nicht bewusst. Warum nicht bewusst? Wir wussten zum Beispiel, dass wir auf diesen Bauhof, ja, schleppten Sachen, die an und für sich nicht zum Essen waren, so wie ich schon früher sagte, eine Mappe, einen Kompass oder irgendeinen zivilen Anzug ins Lager hereingeschmuggelt oder Goldstücke oder Sachen, die man hat hereingeschmuggelt. Ich wusste nicht, keine direkte Verbindung hatte. Ich wusste überhaupt nicht, dass es eine Untergrundbewegung in Auschwitz existiert. Ja, das wusste ich nicht erst nach der Befreiung, wenn ich dann in Polen war und sich getroffen habe mit diesem polnischen Vorarbeiter, der an und für sich, wenn er war im Lager, nicht sehr sich sympathisch zu den Häftlingen benahm. Aber später wusste ich, dass es nur eine Tarnung war, damit er nicht verdächtig in den Augen den Deutschen ist. In unseren Augen sah das aus, als dass er kollaboriert mit den Deutschen, so wie viele Kapos und Unterarbeiter und Blockältester, die wirklich kollaboriert haben mit den Deutschen und die Häftlinge auch richtig geschlagen haben und totgeschlagen und so weiter. Dieser Vorarbeiter, ja, oder dieser Unterkapo,
den ich habe sehr viele Sachen in Lager geschmuggelt und der auch der Haupt der Untergrundbewegung war, wusste ich nicht, dass ich das für ihn. Ich wusste, dass ich das für ihn schleppe, aber ich glaubte das für andere Zwecke, ja? Also das, so wie jeder andere Häftling für Geschäfte und für Schmugglereien und so weiter braucht. Ich hatte auch durch ihn ein Privilegien, dass ich in diesem Kommando blieb, in diesem Kanada-Kommando blieb. Ja, er war der. Er war einer von den vier Leuten, die bestimmten, dass die Leute, wer in diesem Kommando blieb, ja, wer in diesem Kommando arbeitete. So dass ich wusste ja später, dass die alle Sachen, was ich habe geschmuggelt, und ich war vielleicht der Erste, der von Kanada Goldsachen in Lager geschmuggelt hat, ja, ich wusste dann erst später, dass er das für die Untergrundbewegung hat. Das im Lager hatte ich keine Ahnung nicht. Was hat er in der jedenfalls später erzählt? Was wissen Sie von später? Später erfuhr ich, er war in einem polnischen Amt, wenn ich war in Krakau, und ich traf mich mit ihm dort. Er ist geflüchtet, ja? Er ist geflüchtet. Er hat im Lager. Wann ist er geflüchtet? Er ist geflüchtet, ich glaube Ende 43, und den hat man auch nicht gefangen. Man hat verschiedene Sachen erzählt im Lager, wie er ist geflüchtet. Also, man hat ihn mit einem Boot auf der Wisla gewartet, das war ein Fluss, ja, der bei Auschwitz, das waren zwischen zwei Flüsse, war dieses Lager Auschwitz-Birkenau. Und das, man hat ihn bis nach, ich weiß nicht, bis nach Warschau, bis nach Krakau mit diesem Fluss geführt. Und das habe ich gewusst. Später, wenn ich habe mich mit ihm getroffen, das war in Polen, und da wusste ich, dass er der Haupt der Untergrundbewegung war, und er saß in einem hohen Posten in Polen, und er war der mir mit meinem Freund dann ein Pass ausgab, mit dem wir könnten durch das besetzte Polen bis nach Kielc fahren, dort wo mein Freund wohnhaft war, vor dem. Später wusste ich mich dann, noch viel später, wenn ich schon in der Tschechoslowakei war, dass er war der Einzige, der im Lager und im Krematorium und in diesen Allsagen gefilmt hat, das heißt fotografiert hat. Er hatte dort auch einen Fotoapparat oder einen Filmapparat, sodass viele Sachen, die Dokumentar von dieser Zeit sind, von Auschwitz, das war seine Arbeit. Selbstverständlich, das wussten wir nicht. Und wahrscheinlich hatte er auch andere. Ich habe mich seit damals mit ihm sich nicht getroffen. Wieso ist er geflüchtet, wenn er eine dieser Untergrundbewegungen, was war der Grund, dass wahrscheinlich, es war, ich glaube, er ist geflüchtet nach diesem Aufstand, nach diesem missglückten Aufstand von diesem Krematorium. Das war in dieser Zeit, ungefähr in dieser Zeit. Und ich glaube, dass wahrscheinlich bekam er einen Befehl, um zu flüchten, weil man hat damals wahrscheinlich mehr gesucht und mehr sich nach diesem erkundigt. Weil bei diesem Aufstand hat man auch irgendeine primitive Bombe gemacht, und er war mit denen in Verbindung. Das war auch dieser Holzhof dort, wo in dieser Maskeria, in dieser Schlosserei, wo man hat das wahrscheinlich gearbeitet. Das, was ich wusste damals. Wer hat in dieser Schlosserei gearbeitet? Damals hat gearbeitet der Schön und der Kulka. Und noch ein paar Leute, aber meistens war das der Schön und der Kulka, die damals getarnt haben, den oberen Teil von diesem Holzhof verwalteten, ja, und da unter denen dieser Bunker war, und ich glaube, dass man auch geflüchtet ist von diesem Platz. Das war irgendeine des Untergrundes in diesem Platz. Das war, wie ich schon erzählte, das war in Birkenau, und jetzt kam diese Zeit, wo die Transporte, die neu ankamen in Birkenau, merkwürdigerweise so, die Selektion wurde weiter durchgeführt. Einen Moment noch, bevor wir dazu noch kommen, dann halte ich noch eine Frage, die ich Sie fragen wollte. Mir irgendwie und so viel wie möglich über das Familienlager zu erzählen. Ihre Verbindung, sagen Sie schon, durch dieses Kommando kamen Sie in dieses Familienlager, und das ist Ihnen sehr komisch zu dieser Zeit schien, dass dort Frauen und Männer waren, aber dass Sie keine Ahnung hatten, dass die Leute nach einem halben Jahr vergast wurden. Was machte dieses Lager weiterhin für Sie auf Sie einen Eindruck? Wir wussten selbstverständlich nach dieser Zeit, was man hat,
eine Nacht genommen, das ganze Kommando und das ganze Lager, und dass man hat es vergessen. Meine Verbindung mit dem Kommando, will ich sagen, war auch mehr romantisch. Mit diesem Lager, ja, war mehr mit der Romantik verbunden wie mit der, wie es ist auch bewusst, dass wir waren von den Frauen getrennt und die ganze Zeit die Frauen nichts an, so dass wenn ich in diesen Familienlager hereinkam, dann könnten wir sich mehr oder weniger legal mit Frauen treffen, ja. Und ich hatte dort damals ein Mädchen, der ich half, und da wir haben mehr oder weniger, das heißt Liebesverhältnisse zwischen sich gehabt in dieser Zeit, so dass meistens meine Absicht, in das Kommando reinzukommen, war, in das Lager zu kommen, war, um das Mädchen zu sehen, um ihr Sachen zu bringen, die sie bedürftig war. Und auch es war irgendeine Auffrischung für uns wieder, zwischen, wie man so sagen, zwischen normale Leute kommen, wie wir überhaupt nicht sahen in diese ganze Zeit, ja. Weil wir doch schon, wie ich schon früher sagte, nicht in Auschwitz gingen, nicht. Wir bekamen überhaupt nicht zu Sicht Leute, die angezogen wie Leute waren und die aussahen wie Leute. Und das war dieses Familienlager. So dass wenn wir man hat vergast in diesem Familienlager, dass man hat das ganze Familienlager vergast. Nein, das ganze Familienlager hat man nicht vergessen. Ersten Transport war eine Zeit, eine kurze Zeit, da ich noch dieses Lager besucht habe. Und dann später, wie ich schon sagte, hatte ich keine Gelegenheit, nicht zu denen. Damals kamen an diese Transporte, wir waren damals sehr beschäftigt und wir gingen in den Lager mehr nicht herein, in diesen Familienlager. Dieses Mädchen gehörte auch zum ersten Transport? Nein, sie gehörte zu dem zweiten Transport. Dann habe ich dann eine Frage, habt ihr die Leute irgendwie aufgeklärt, was Auschwitz ist? Ja, selbstverständlich. Haben die Leute euch gefragt? Das war so, wenn wir in den Lager reinkamen als Häftlinge, wir waren gleich anders als die Leute. Die haben uns angeschaut als Häftlinge und sich als Schutzhäftlinge. Das heißt, sie wussten, dass sie privilegiert sind, so dass sie glaubten uns nicht. Wenn wir denen sagten, dass diese Krematorien sind, dort, wo man Leute vergast und Leute brennt, da wollten sie uns nicht glauben. Die glaubten, dass wir sie irreführen wollen, um irgendwelche Sachen von denen herauszulocken, wo das auch nicht der Fall war, weil meistens die Leute, die ins Lager kamen, hatten immer mit sich Produkte oder irgendwelche Esswaren, die sie den Leuten gaben. Jedenfalls, die waren sehr misstrauisch angeschaut. Es war sehr schwer zu erklären. Ich glaube nicht, dass alle, die in diesem Lager waren, wir kamen auch nicht in Kontakt mit vielen Leuten. Immer wenn es kommt ein Kommando, wenn wir zum Beispiel reinkamen als Arbeiten, waren wir unter Aufsicht. Es war nicht so, dass wir sich könnten bewegen in Lager ohne jede Aufsicht. Erstens hatten wir diese Streifanzüge, so dass man könnte, und sie könnten in einem Block für eine halbe Stunde verschwinden irgendwo oder in einen anderen Platz. Aber wir müssten immer unter Aufsicht bleiben. Wenn unter der Aufsicht diesen Kapo oder unter der Aufsicht der SS-Leute, die damals dort waren. Das heißt, wir bewegten sich nicht frei nirgends in diesem Lager. Außer dass in der großen Postenkette mehr oder weniger. Auch dort hat man sich nicht frei bewegt, weil man hat dadurch. Aus diesem Familienlager sind keine Leute zu euch gekommen und haben eure Kinder nach euch erzählt. Es war überhaupt kein Kontakt, nicht, weil die Leute sogar nicht zu der Arbeit herausgingen. Wenn sie gingen zu der Arbeit heraus, nur in den kleinen Umkreis von diesen Familienlager, und meistens gingen sie in eine Gruppe, die gut bewacht war, sodass sie nicht in Kontakt kamen mit den Häftlingen von den anderen Lagern. Die Deutschen haben sich um den gesorgt, dass kein Kontakt, kein gerader Kontakt. Dass ich in den Lager reinkomme, ist nur ein Zufall, dass ich mich könnte zum Beispiel in dieses Kommando herein kaufen, wie man sagt, ja, dass ich habe zum Beispiel den Kapo etwas gebracht und so weiter. Ins Lager herein. Ins Kommando, was ins Lager herein. So, dasselbe war auch in diesem Frauenlager. Ich habe in diesem Bauleitungsmagazin gearbeitet und ich wollte in den Frauenlager herein, wo slowakische Mädchen waren und mit denen wir Kontakt hatten in Birkenau, hereinzukommen. Da müssten wir auch verschiedene Manipulationen machen. Ich hatte zum Beispiel nichts zu tun in den Lager. Da habe ich diese Rollwaage genommen und ich habe bei dem Tor dieser SS-Aufseherin irgendwas
beim Fenster gegeben. Sie wusste schon, dass ich von einem Kommando bin, wo man kann etwas hereingeben. Und da hat sie mich hereingelassen ins Lager, auch wenn irgendeine gerade Arbeit nicht dort war. So dass ich könnte mich treffen mit Mädchen in diesem Kommando und austauschen verschiedene, entweder eine Nachricht oder eine Frage oder ein Bruder, ein Gruß oder irgendwie von diesen, irgendeinen Kontakt zu treffen zwischen den Frauen und zwischen den Männerlagern. Das war, wie ich schon sagte, war der ganze Kontakt mit den tschechischen Lagern. Ja, wir nannten das die tschechische Lager. Gut, dann. In dieser Zeit, das war Anfang 44, ja, Mitte 44, fingen an zu kommen Transporte, wenn diese große, wenn es hat sich geendigt, diese große. Wir waren Transporte. Die ungarische Transporte. Dann kamen an wieder Transporte von Polen und Liquidationen von Ghettos, die man hat gebracht nach Auschwitz, von Zentralpolen. Dann kamen auch von Majdanek Leute, die noch übrig geblieben sind, die man hat dann. Ein Teil hat man, wie ich schon sagte, in Gaskammern geschickt und ein Teil wieder durch Selektion ins Lager geschickt. Aber merkwürdigerweise hat man sie nicht tätowiert, die wurden in ein Lager hereingeschickt, in das sogenannte Zigeunerlager, was ich habe vergessen zu sagen, das hat man früher liquidiert. So wie das tschechische Lager, hat man eines Nachts hat man alle Zigeuner genommen und man hat sie alle vergast. So wie diesen Transport hier im tschechischen Lager. So dass dieses Zigeunerlager dann als ein Quarantänenlager bestimmt war. Dort kamen die Transporte an, wurden registriert und wurden gleich nach denen eine Woche weitergeschickt nach Deutschland. So wussten wir schon, dass nach einer kurzen Zeit eine Evakuation von Auschwitz stattfinden wird. Das war circa September, Oktober, ungefähr September, Oktober 44. Und eines Tages wurde auch unser Blog, dort wo ich war auf dem Kommando, auch herübergeführt in diesen Quarantänenlager. Und wieder dieselbe Prozedur, wieder neue Kleider, wieder angezogen. Man sagte, man schickt uns nach Polen. Und wir wussten sich erst später, dass wir nach Stutthof fahren. Wir wussten nicht, wo Stutthof ist. Ich weiß nicht, ob ich schon damals wusste, wo Stutthof liegt. Wir wussten nur, dass es ist in Polen und von dort wird man uns wahrscheinlich nach Deutschland weiter transportieren. Wir bekamen auf dem Weg wieder Essen, Proviant. Jeder bekam ein Paket mit Brot und mit Margarine. Auch ein Quantum, dass wir wussten, dass wir werden eine genug lange Zeit fahren. Und es war ein großer Teil von den Leuten von Kanada, die nicht im Bresinki herüber gingen, war in dieses Kommando, in diesen Transport hereingesetzt. So dass wir treffen sich dort, die Leute, die wir früher zusammen in Kanada gearbeitet haben, treffen wir sich wieder in diesem Kommando. Und, in Quarantänenlager und wurden dann einwaggoniert in Personenwaggonen, das ist sehr interessant, dass wir nicht in Viehwaggonen, wie das früher war, sondern in Personenwaggonen mit normalen Stühlen, mit Fenstern, die nicht vergittert waren. Und überhaupt die Verhältnisse waren viel besser wie bei jedem anderen Transport. Und das gab uns irgendeine Hoffnung, dass trotzdem, wir gehen vielleicht auf einen besseren Platz, ja, dass es immer dasselbe war. Auch der Proviant war besser, man gab uns mehr Brot und mehr Margarine. Auf dem Weg. Ja. In jedem Waggon saß ein SS-Mann vorne und ein SS-Mann hinten. Und ich glaube, jede drei oder vier Waggonen war ein Waggon, der nur mit SS-Leute besetzt war. Ja. Und bevor Sie weiter schreiten, Sie erwähnten vorher, dass Sie aus Auschwitz eine Karte und Kompass und ein Goldstück herausgeschmuggelt haben. Ja. Wollte ich wissen, wie Sie das gemacht haben? Wie das, ja, das war eine ganz komplizierte Sache, weil wir doch immer sich umkleideten, immer neue Kleidung bekommen und da standen wir nackt in diese Sachen. Da hatten wir schon wir hatten schon in denen eine Routine. Wir wussten, wie das Lager gebaut ist, wir wussten, wo die Sauna ist, wir versteckten das unter irgendeinen Stein. Und da waren wenige zwischen die Leute, die etwas hatten zu verstecken, sondern es waren einzelne Leute, die das versteckt haben.
Und dann, wenn wir von der zweiten Seite herauskamen, dann wussten wir, das wieder zu finden. Oder man hat kleine Goldstücke hat man in den Mund gesteckt. Man hat auch in andere Körperteile Sachen gesteckt, die man hat wollen durchschmuggeln. Man hat zwischen den Fingern sich angeklebt, zwischen den auf den Sohlen sich unten angeklebt, sodass man ist drauf gestanden. Man hat in den Kleider, ja, in den Kleider auf Plätze, wo man nicht zukommen kann. Man hat aufgetrennt einen Ärmel oder in den unten in Ärmel kleine Sachen herein geschickt. Es waren verschiedene Wege, um diese Sachen durchzuschmuggeln. Selbstverständlich, das war immer ein großes Problem, weil man wusste nicht, wie und wo man die nächste Stunde sein wird. Dass man musste immer auf dem Platz etwas erfinden, um diese Sachen durchzuschmuggeln. Vielmal ist auch passiert, dass Sachen, die man hat auf irgendeinem Platz versteckt, man hat auch sie dann wieder nicht gefunden. Ja. So, das von diesen Sachen, die ich habe noch von Auschwitz. Was haben die wirklich aus Auschwitz herausgeschmuggelt? Ja, aus Auschwitz habe ich herausgeschmuggelt ein paar Goldstücke. Und das alles, wie ich schon sagte, früher haben sie gefragt, dass, ob man hat das auf eigene Initiative. Meistens waren zwei Freunde oder drei Freunde mit meinem Freund. Ein paar Goldstücke, ein Kompass, eine Mappe und kleine Brillantsteine und einen großen Brillantstein, den ich die ganze Zeit bewacht habe und mir getan habe, den ich später dann für Brot und für Margarine ausgetauscht habe auf der Flucht, ja, noch vor der Flucht. So dass, wie ich sagte, von diesem Quarantänenlager, von diesem Zigeunerlager wurden wir dann in einwaggoniert und wir fuhren nach Zentralpolen. Ja. Nach Stutthof? Nach Stutthof.